Warte mal, ich hab's nicht drauf, nochmal. Geschlechtssphäre. Geil. Ja. Also in der letzten Folge gab es Geschlechtsverkehr. Echt? Hat er doch gerade gesagt. Ach so. Ich finde, das bringt es jetzt komplett auf den Punkt. Unser ganzes Spiel. Es dreht sich alles um Geschlechtsverkehr. Mit Chlamydien, ohne Chlamydien. Wie ohne? Ja, das ist die Light-Version. Ey, Light-Produkte sind angesagt. Und wo bei Light-Chlamydien? Gibt auch Second-Hand-Chlamydien. Sind die nicht immer Second-Hand? Was war denn letzte Folge, Kinder? Kommt, hier, Abschluss. Nee, zum Abschluss bin ich ja nicht gekommen. Wir sind voll Kanne eingebrochen. Richtig. Und diesmal nicht in einen See. So gut. Ja, diesmal nicht in einen See. Nein, wir sind in das Filmstudio eingebrochen. Und ja, das hat alles so semi-gut geklappt. Vicky war uns tatsächlich eine große Hilfe. Moment, haben wir den gleichen Abend bespielt? Na, die hat uns zumindest gewarnt. Es hat auch sehr gut geklappt eigentlich. Ja, es hat eigentlich relativ gut geklappt. Wir sind relativ gut durchgekommen, dachten zwischenzeitlich, nachdem wir dann festgestellt haben, dass der Server in einer Bodenklappe versteckt ist, die wir erst nicht aufgekriegt haben, dass wir falsch sind, weil der Server heruntergefahren war. Dann das ist übelst gut, ne? Ich bin ja der klügste Mensch der Welt, also offensichtlich, ne? Und ihr seid da runter, ja. Und ich dachte mir so, da ist jetzt der Server, alles klar. Und aus irgendeinem Grund habe ich dann gesagt, der Server ist aus. Und ich wusste auch in dem Moment nicht, warum. Dann sagte Daddy, das kann überhaupt nicht sein. Und ich dachte mir, wenn der Informatiker das sagt, dann wird das wohl stimmen. Ich weiß auch nicht, warum ich das überhaupt gerade gemacht habe. Also blieb mir nichts anderes, als dass der Server sich automatisch runterfährt, wenn da jemand runtergeht. Weil eigentlich geht da niemand runter, außer zur Wartungsarbeit. Und dann ist es sinnvoll. Das heißt, naja, eigentlich hat Daddy euch den Run versaut. Er hat ihn uns ja nicht per se versaut. Schwerer gemacht. Er hat es schwerer gemacht, aber das ist ja nicht so schlimm. Und natürlich, dass ich einfach irgendwelche Dinge sage. Ja, und weil du einfach ein Assi bist. Egal. Das macht aber auch einfach keinen Sinn, dass ein Server einfach aus ist. Wenn das man da wusste ich in dem Moment auch, als es schon über meine Lippen kam. Aber dann war es halt schon zu spät und Integrität, weißt du, als Spielleiter. Ja, Das hätte ich auch sagen können, der wäre so leise gewesen, dass wir es einfach als für aushalten, weil wir keine Computerspezies sind. Das LED war kaputt. Sowas. Er war sehr leise und das LED-Lämpchen war kaputt. Ja, so war das ja in Wirklichkeit auch. Ich habe euch ja würfeln lassen im Geheimen und ihr habt das einfach nicht entdeckt. Ah. Ja, so muss das gewesen sein. Warum habe ich dann keinen übelsten Stromschlag gekriegt, als ich das ausgebaut habe? Ja, weil der Strom, der da fließt, einfach nicht so heftig ist. Okay. Nichtsdestoweniger haben wir dann da noch einen Spind gefunden. Und genau, wir mussten irgendwie noch einen kurzen Umweg über die Büros machen, weil wir irgendwie festgestellt haben, dass wir zu blöd sind, dieses scheiß Schloss aufzukriegen, weil das... ich habe wieder vergessen, wie es heißt, obwohl ich eigentlich... Transponder, genau, das blöde Transponder-Schloss, was irgendwie völlig asozial ist. Aber ich kann es verstehen, dass man es benutzt. Ich hätte es auch benutzt, ich habe es auch schon benutzen lassen. Und dann, ja, wir haben auf jeden Fall dann einen dicken Schlüsselbund gefunden, mit sehr viel Glück. Konnten dann die Bodenklappe aufmachen, der Server war aus, haben uns dann aber entschieden, dass es vermutlich, nachdem wir rausgekriegt haben, über Wiki war das nämlich, glaube ich, dass das irgendwie eine Fehlermeldung sein muss und dass der Server jetzt tatsächlich als ausgemeldet wurde und bla, da haben wir uns entschieden, dass wir jetzt richtig sind. Haben dann, also während Karman dann diesen mit dem Schlüsselbund ausprobiert hat, diesen Spind zu öffnen, hat Jojo dann die Festplatte ausgebaut und
Ja, dann haben wir in dem Spind einige Daten gefunden. Also irgendwie Festplatten und all so ein Shit, Datenchips, bla. Nee, eigentlich waren es Papiere, Ja, elektrisches Papier und Schmuck. AR-Papiere und Schmuck, genau. Ja, also es war alles Mögliche dabei. Es war, glaube ich, auch eine kurze kleine Festplatte oder ein Comlinks und all so ein Shit. Ist eigentlich auch nicht so wild, denn es hat sich herausgestellt, dass es sich dabei um Urheberrechtsgeschichten handelte. Das haben wir über Gandhi rausgekriegt und so Urheberrechtsgeschichten, nach denen quasi, also Horizon hat ja Lehrvideos produziert in diesem komischen Studio und Zenith wollte jetzt quasi alle Leute glauben machen, dass Horizon ihnen die Produktion von der Nase weggeklaut hat oder klauen wollte oder irgendwie so. Also Urheberrechtsverletzungen begangen hat. Und das vermuten wir, dass das das Projekt der Hackerin gewesen ist, die wahrscheinlich dafür bezahlt wurde, das so zu machen. Und ja, dann haben wir die Infos an Fedor vertickt und haben Vicky noch ein bisschen Geld abgegeben. Und ja, sind dann glücklich und zufrieden nach Hause gegangen und hatten ein paar Tage frei, nachdem wir dann den Hackern, mit denen wir zusammengearbeitet haben, also dem Rumpelstilzchen und bla, die Festplatte gegeben haben, damit die die Hackerin finden können, aufspüren können. Weil die das brauchten für das tolle Programm, von dem, das wir vom Aztec-Typen gekriegt haben, um die Hackerin zu finden. Ich finde die Zusammenfassung sehr schön. Man merkt, Die dass du waren das in nicht anderen schön Routen auch machst. langweilig. Wir waren alle dabei. Der kommt und pöbelt erstmal rum. Das ist schön. So kennen und lieben wir ihn. Geht so. Also. Du nicht, aber ich. Was war hier genau? Zeniths Aktien sind durchaus im Fallen begriffen. Was heißt im Strike. Fallen? Was heißt im Fallen? Ist es eher ein Sinken? Allerdings kauft Rabotnik ein paar der Aktien, womit der Kurs wieder ein bisschen steigt, weil wenn Rabotnik investiert, das ist halt schon so ein bisschen ein Ding, weißt du? Tja. Verdammt. Also was du im Wesentlichen getan hast, Flummi, ist ja, dass du den Kauf von Zenith für Rabotnik erleichtert Verdammt. hast. Das wollte ich Was nicht. heißt den Kauf? Das sind jetzt nicht so viele Anteile, ne? Also, Naja, kommt alles drauf noch an, wie viel safe. die ge gekauft haben, ne? Ja, ich sage ja, es sind noch nicht so viele. Es sei denn, sie haben noch über. Nee, du siehst ja eigentlich. Also, du kennst dich jetzt nicht so krass aus, aber es wurden nicht so viele gekauft und selbst wenn sie über Strom noch ein paar gekauft haben, ist es jetzt noch nicht bedenklich. Sie hat das auch nicht so extrem verfolgt. Ich dachte, du hast. Hier hast du nicht diese Wissensfertigkeit. Ja, darüber schon, aber sie guckt sich jetzt nicht permanent Ja, aber du die, guckst ne? ja Nachrichten. Hier, Ja, das ist Konzernpolitik richtig. spezialisiert auf Rabotnik. Ja, das Komm, ist ich tue dir richtig. hier einen Gefallen und du sagst, interessiert sie nicht. Alles klar. Nein, ich sag nur, dass sie sich mit Ist ja Börsenkursen. okay, weißt du? Fick dich! Ich weiß Sind wir auch nicht, eigentlich wann ich immer noch mir im angewöhnt Intro? habe, hier rumzuschreien, aber seit, weiß ich nicht. Mit längerem Lauf weiter Das ist schießt. Also alles noch müssen Intro, nicht. ne? Sieht schon. Das schneide ich raus. Das schneiden wir raus, Na, schneiden jetzt mal im wir Ernst, ich lasse da nicht drin, wie wir uns einfach über diese bekackte Schrotflinte unterhalten. raus. Warum Sag nicht? mal kurz, paar Sekunden nix. Paar Sekunden nix. Viel Spaß und bleibt geil. So, ihr schlechten Menschen. Euch ist klar, dass ihr die Wer ist hier einfach, schlecht? dass ihr die präventiv umbringt, obwohl die euch nichts getan hat, ne? Wen hatten wir umgebracht? Nee, dass ihr jetzt vorhabt, die Hackerin umzubringen, obwohl die euch nichts getan hat. Hallo? Natürlich hat die uns was getan. Sie Ich hat höre, Billy die war gefickt. da. Sie hat Billy gefickt. Rein Interesse halber. Was ist denn bei Kaban eigentlich im Kopf los, wenn ich dann sage, jo, Mutter von zwei Kindern, alleinerziehend? Dann hast du Mutti getötet. Ich zwei neue Kinder. Alles klar. Das muss ich mir also im Kopf behalten. Nee, keine Beauty. Ahnung, weiß ich Eine nicht. Zukunft für Freya und ihn. Ja, das dachte ich mir auch gerade.
Ach so, und übrigens, Entschuldigung, dass ich das erst nach dem fünften Date erwähne, aber ich habe noch zwei Kinder, Aber ich habe dich auch die nicht mich nicht verlangen, mögen, weil also ich ihre Mutter eigentlich umgebracht ist habe. alles safe. Ah, du bist so ein guter Mensch, Kaban. Da lasse ich mir gleich die Brüste für dich vergrößern. Erinnere mich nicht an diese Schmarch. An diese Schmarch. Alles klar. Ich bin bereit, Kinder. Muss ich noch einen Schnaps trinken? Ich bin bereit. Also. Schnaps, da sagst du Du, was. sollst du nicht morgen früh schon erst wieder? Also, keine Ahnung. Ja, aber das ist auch Arbeit. Naja, stimmt. Dann. So. Ihr frönt eurem Privatleben, das ist todeslangweilig. Und dann ruft euch der Hacker an und nennt euch da einen Ort, wo man sich jetzt. Also anders, nee. Ich überspringe den Anruf, aber was da beinhaltet ist, in 2 Stunden dann, also 19 Uhr, dann nennt ihr euch einen Ort, das ist halt ein Staffer Shack. Der schon lange nicht mehr Staffer-Scheck ist, so richtig. Donskoi? In Donskoi. Und ihr müsst also, wenn sie dann die Frau da endlich finden, dann kann es halt sein, dass ihr bereit sein müsst, da sofort loszulegen. Direkt. Bam, versteht ihr, was ich meine? Ja. Jo. Also, ihr fahrt dann dahin, das ist ja alles klar. Ihr nehmt einen ganzen Arsch voll Waffen mit. Ach so, wir müssen schon komplett. Na, er sagte, es wäre halt sinnvoller, weil es halt sein kann, dass ihr direkt volle Bude losmarschieren müsst. Okay. Die wissen aber noch nicht, wo das ist, ne? Das will man ja dort rausfinden. Okay. Das ist schlecht, wenn man das vorher nicht weiß. Es ist nämlich sehr unterschiedlich, welche Waffen man mitnehmen kann, je nachdem, wo es ist. Naja, pass mal Man hat auf. ja Schmuggelbehälter in seinem Auto. Genau, Oh, er das hat den stimmt. krassesten Schmuggelbehälter der Welt. Das heißt, wenn. Das heißt, ihr fahrt mit beiden Autos hin und wenn ihr die dicken Waffen mitnehmen könnt in das Gebiet, dann tut ihr die in den Schmuggelbehälter und fahrt dann mit Krabats Auto hin. Und wenn das ein Gebiet ist, wo es ein bisschen anstrengender wird, dann nehmt ihr halt Jojos Auto und packt da nur leichte Bewaffnung rein. Bam. So war der Plan Gut. von Anfang an. Naja gut, die wird ja zumindest in einem Gebiet sein, das jetzt nicht der Obershit ist. Keine Ahnung, ist eine Hoffentlich. High-Class-Mega-Hackerin. Das ist richtig. Das ist die Hoffnung. Die Hoffnung. Also irgendwas Spezielles außer einem ganzen Arsch voll Waffen. Einen ganzen Arsch voll Panzerung. Ja. Und einen ganzen Arsch voll anderer Ausrüstung. Ein Na, was Störsender. ist denn? Ah, der Störsender wird ausgepackt! Der Obligator Störsender wird. das obligatorische Survival-Kit mit. Survival Kit auch noch, Leute. Sie muss immer an den Störsender denken, ich immer an das Survival-Kit. Was? Ja, ein Medkit Wegen der fände ich Übernachtung. sinnvoller. Habt ihr überhaupt Ein ein Medkit? Medkit hast du Ja, ich dabei? habe ein Medkit, das habe ich dir aber gegeben. Ich habe dir ein Medkit Stufe 3 mit zwei Nachfüllpacks gegeben. Das solltest du dir aufschreiben. Dann schreibe ich mir das jetzt auf. Genau, und ich nehme es bei mir weg, weil ich nämlich nichts damit anfangen kann, aber du schon. Also, du kannst mehr damit anfangen als ich. Vielleicht sollte ich dieses Mal endlich die Monofilament-Kettensäge mitnehmen. Wir haben ja Platz im Wagen. Wie groß? Doch, der Innerschmuggelbehälter war richtig teuer, ne? Naja, pass mal auf. Erzählt mal so ungefähr, was ihr vorhabt an Mitnehmen. Wenn du jetzt sagst, Monofilamentkettensäge, tendiert das in eine Richtung, wo ich vielleicht doch mal kurz gucken muss. Na, das Ding ist, dass wir einfach überhaupt nicht wissen, wo die ist. So, wenn sie echt Das ist die Erklärung, ist mir alles klar. Nimm mal so ein paar Sachen. Wenn sie in einem Scheißgebiet ist und wir uns dann beeilen müssen, dann haben wir keine Zeit, da lange irgendwie rumzudingsen. Es ist halt möglich, dass wir uns beeilen müssen, dass halt schnell irgendwo rein Das müssen und geht mir schnell auf doch Probleme überhaupt nicht reagieren darum. müssen. Mir geht nur darum, dass er einfach mal ein paar Sachen nennt und dann kann ich gucken, ob das einfach 4 Tonnen Ausrüstung sind und ich dann sage, oh, das könnte aber jetzt wirklich kompliziert werden. Bam! Ja, okay. Also los. Ich muss jetzt erstmal gucken, was ich hier so alles. Kaban, los geht's. Kaban, genau, fang du mal an. Kaban, los geht's. Also, ich nehme meine Zestava mit meinem Ja. Smartlink und einem Schalldämpfer Ja. mit. Ich nehme die Hämmerli mit. Ja. Ich nehme die Winchester im Dingsbums mit. Ui. Für den Fall, dass man sie wegsnipern kann. Und Ja. die HK, also meine Maschinenpistole.
Ja. Puhuhu. Alles klar. Dann nimmst du dir die dickste Panzerweste. Ist das bei dir die dickste Panzerung, ne? Die Panzerweste mit der Wärmedämpfung, genau. Mit der Wärmedämpfung. Junge, wenn die kaputt geht, Hast du wird's nicht eine teuer. Panzerjacke? Ja, das ist die Panzerjacke. Ach so, bei dir steht Panzerweste, wo Panzerjacke stehen müsste. Ja, stimmt. Panzerjacke, ja. Panzerjacke plus Wärmedämpfung. Dann nehme ich schon meine Drohne mit. Das Survival Kit, das Med Kit, die Ohrstöpsel, die Taschenlampe für Infrarot und die Atemschutzmaske. Und das Tarnholz am Bein für die Hämmerli. Ja, das klingt eigentlich bisher alles ziemlich easy. Die. Jojo. Ich könnte natürlich auch noch die andere Zestava und die anderen zwei Zestavas mitnehmen und die Viele Legler Pistolen hast und du denn inzwischen? Ich brauche irgendwann mal ein neues Charakterblatt von dir. die Zestava FN7, das ist die MP, Ach so, die sinnlose. die wir gelootet haben. Dann habe ich noch zweimal eine schwere Pistole Zestava, eine Needler und zweimal Walter Palm. Also Und im die Wesentlichen Ontario nur schwere Scheiße. Pistole. Und die Unitario SK schwere Pistole, die dieselben Werte hat wie die Zestava. Nur in geiler. Und weniger Munition, glaube ich. In geiler. Ah ja, ein geiler, okay. Alles klar? Jojo. Ich nehme natürlich auch meine Unterarmschnappklinge mit. Und mein Kampfmesser. Ah, die Schnappklingen. Ja, und Juti. das Kampfmesser, das Gute. Jojo. Hallo? Ja? Du Geht möchtest wissen, los. was ich mitnehme. Ja, und dazu spiele ich die Pokémon-Kampfmusik. Die Pokémon-Kampfmusik. Alter Verwalter. Du lenkst mich ab, Schnauze. Fresse! Also. Na, die Hälfte davon kann im Zweifel erstmal im Auto bleiben. Haha. Also. Ich möchte mitnehmen. Die. Fischetti Security mit Schalldämpfer und im Zahnholster. Ja, ich sehe da schon, was da alles drin ist. So, die Zastava lasse ich zu Hause. Na, ich kann Oh. nicht zu viel mitnehmen, das funktioniert sonst nicht. Also die Entweder. Fischetti Security, okay. Genau, die Fischetti Security. Dann nehme ich mit meinen Joystick. Die Kettensäge. Falls Alter, ich. es ist passiert. Nein, warte, warte, warte. Oh, das war der falsche. Na, falls es schnell gehen muss. Ich habe mich jetzt mehrfach geärgert, dass ich sie nicht dabei hatte. Jetzt will ich sie wenigstens mitnehmen. Ich hoffe, du wirst sie. Es wäre so gut, wenn du sie einfach nicht brauchen kannst, ne? Ja. Wahrscheinlich wird Das ist das so ja kommen. Spieler der Entscheid. Im Zweifel, dann wird sie noch wird sie noch Werkzeug mitnehmen zum Max-Schlösser knacken. Ja, klar. Ich habe noch Jazz, das möchte ich gerne mitnehmen. Alles klar, es geht wieder los mit den Hodendrogen. Es geht wieder los mit den Hodendrogen. Eine Panzerweste anziehen. Und ich möchte bitte meine Gulaschkanone mitnehmen. Also ins Auto packen. Nein, sag mal so. Ja, ich weiß, die ist schwer. Nein, sag mal so Und der Störsender. auseinandergebaut. Ja. Und der Störsender. Und der Störsender. Judy! Ich dachte, es wird schlimmer. Okay, alles safe. Könnt ihr Ja, was machen. soll ich denn sonst noch mitnehmen? Sonst wird's viel Habt ihr zu überhaupt schwer. keinen Überblick, Ach, was ihr habt? den Atemfilter, den Atemfilter. Oh, der Atemfilter. Alles Ja, klar. nicht, dass sie da mit Gas rumhantieren, das fände ich Dann mega hilft dir die geil. das sowieso nicht. Stimmt. Muss ich da eine Gasmaske mitnehmen? Also ich bin mir nicht sicher, ob dir die Solltest irgendwie du. helfen könnte. Müsste ich mal Doch, ich nachgucken, glaube, der aber. hilft. Atemmasken helfen Stufe als Bonuspunkte. Gasmasken schützen mit Immunität. Alles klar, und da ihr immer den billigsten Scheiß gekauft habt gegen den Smog, Nö. ist das also eine Stufe 1 Atemmaske Nee, oder das ist was? eine Ich hab Stufe Atemmaske. 6. Ich habe eine Stufe What? 4. Was lasse ich denn hier in letzter Zeit? Ich muss mal echt Den habe ich schon mich seit anstrengen. Ewigkeiten. Ich wusste nicht, Ich dass du habe auch mal tatsächlich den auf gesagt. einer hohen Stufe hast. Doch. Ich habe den auch Charaktererschaffung direkt mit. So eine hohe Stufe, sowas lasse ich bei Charakterschaffung mit mir machen. Ich bin echt. Na, bei ihm warst du ein bisschen netter, weil er später dazu gekommen ist.
Und vor allem, weil ich eigentlich wollte ich eine ABC-Schutzmaske haben. Dann hast du gesagt, nee, gibt's nicht. Eine Atemschutzmaske. Okay, was krieg ich da für eine Stufe 6? Okay. Was denn für eine Schutzmaske? ABC-Schutzmaske, Gasmaske. Ach so. Entschuldigung, ich bin Soldat, ich war mal Soldat, ich rede mit ABC-Schutzmasken. Ja, ich habe das jetzt akustisch nicht so bekommen. Alles klar, na, ich wisst doch, was ich hier mache. Tut doch nicht so, als wäre ich. Und so weiter. Es Genau. Du bist ist der also beste Spieler folgendermaßen. der Welt, weißt du doch. Ja, Ich möchte mir also. bitte eine, ich Nee. möchte mir bitte einen Ersatzdings für meine Gulaschkanone mitnehmen, und zwar keine Ersatztrommel, weil wenn die leer ist, ist die leer, die ist sonst zu schwer, aber die Vollmantelgeschosse. Ladestreifen. Ja. Krasi Scheiße. Ja. Juri. Gut, ihr kommt bei dem Staffer an. Ja. Der Rumpelstelz ist er halt schon, hat sich aufgebaut, ist ja klar. Mit seinem geilen Mini-Massage-Ausklappstuhl. Alter. Hehehehe. Und so, keine Ahnung, was hat man da noch? Da hat man natürlich immer einen Vitalmonitor dran und sowas in der Richtung. Der alleine? Der ist alleine. Okay, dann sind seine Bros wahrscheinlich woanders. Sieh, sieh. Unten gibt's einen Monitor. Ja, es gibt einen kleinen Monitor. Ja, das heißt Monitor, es gibt ein kleines Tritt. Wo dann auch nur Namen stehen und so eine, wie in so einem Computerspiel, eine grüne Leiste und eine blaue Leiste. Was? Na, ja, okay. Und genau, der wartet auf euch, er scheint erregt. Freudig Tatsächlich. erregt. Angespannt erregt. Okay. So. Seid ihr bereit? Ja, klar. klar. Ja, krass. Was ist das hier für eine G? Das ist ein schlechtes G unteres quasi, C. und müssen wir hier schon auf ihn aufpassen, sodass wir hier mit Waffen hantieren müssen? Also wir sollten hier schon Waffen tragen. Ja, ein Unteres Pistölchen kann man C. tragen. Du musst da nicht. Also wenn da jemand kommt, wirklich dann eher um zu diebstahlen, wenn du da mit einer Pistole stehst, dann werden die meisten sagen, da wird nichts passieren. Jedenfalls, sie nehmen die Türstellen für. Ja. Also. Das geht es gleich los? Und wenn ich Ja. irgendwie anfange, wild rumzuzappeln Ich und halte nicht mehr das mit Knife euch hinten rum. spreche, dann zerrt er mich schon mal raus Ziehen wir und dann einfach einen Stöpsel? dann zerrt er sofort diesen Stöpsel. Hier liegt ein Traumapatch. Das klebt ihm direkt ins Gesicht. Nicht auf den Okay. Bart. Auf die Stirn. Dann guckt ihr mal so auf den Vitalmonitor, was der euch so erzählt. Und dann macht ihr, was da steht. Das ist eigentlich eine ziemlich solide Sache. Das können wir so machen. Ich zeig ihm quasi. Was sagst du ihm? Er leckt irgendwie gerade. Mal das mit. Geht so. Hier. Yep. Der Bin fliegt. vorbereitet. Ah, nee, Das doch Med nicht. Kit. Ich hoffe Der nicht, hat dass es einfach leckt. einen 1500er Ping, der Junge. Ah, 3000er, geil. What? Warum der ist? Keine Ahnung, weil du scheiße bist. Maybe. Jetzt wird's wieder Aber besser. ich will nicht scheiße sein. Jetzt wird's auch Das wieder hättest du dir besser. überlegen müssen, bevor du den Ork gespielt hast. So, alles safe. Pornhub geschlossen, Okay. ich verstehe. Ja, das sowieso. Ja, ich könnte mal Skype deaktivieren, was auch hier so im Hintergrund laufen würde. Ja. Obwohl Skype eigentlich nicht viel macht. Also, du zeigst ihm das Medkit und erzählst ihm, dass du doch Chef bist, oder was? So in der Art, ja. Geil. Gut, dann stöpselt er sich ein. Und dann liegt er da rum. Er liegt da rum. So, ja, ne, dann. Ich setze mich mal auf den Stuhl und warte. Stuhl bricht ein. Ich setze mich auf einen stabileren Stuhl. Stuhl bricht nicht ein. Sehr gut. Ich kicke beim Vorbeigehen und auf den draufsetzen auf den anderen Stuhl, auf diesen blöden kaputten Stuhl ein, dass er weggeht.
Fährstuhl. Uno? Keine Ahnung. Warten, würde ich sagen. Warten ist langweilig. Du solltest dir übrigens mal ein Tattoo auf den Schädel setzen oder sowas. Was für ein Tattoo? Keine Ahnung. Warum auf den Schädel? Doch irgendwo anders hin. Du bist so nackt. Was will ich mit Tattoos? Keine Ahnung. Ich finde sie sehr kleidsam. Ja, aber die kann man so schnell wiedererkennen. Da gibt's Nanotattoos zum Beispiel. Ja. Die kann man ausmachen. Ja. Und was ist, wenn ich plötzlich halt mal unvorbereitet irgendwie von jemandem übersehen werde? Naja, in Oder Zweifel. Von jemandem gesucht werde, der mich halt, ne, über längere Zeit sucht. Na, dann wird er auch sich, also dann werden die Tattoos nicht das größte Problem sein. Sondern ja, dein Gesicht. Helfen. Was soll das denn jetzt schon wieder heißen? Das ist toll. Das wollte ich nicht sagen, aber dass du allein von der Statur und vom Gesicht her wesentlich individueller bist als von einem Tattoo her. Das ist richtig. Dass du vor allen Dingen ausmachen kannst und das zum Teil auch unter der Kleidung verborgen ist. Ja. Aber ich bin nicht so der Tattoo-Mensch. Kaban zieht übrigens sein Messer und fängt dann an, in diesem kaputten Stuhl rumzuschnitzen, von wegen so, ne? Langeweile. Ja. Ist zwar aus Plastik, das Ding, aber es ist scheißegal. Das Messer geht da durch. Selbst Vicky hat ein Tattoo. Und? Keine Ahnung. Ist das jetzt sowas, so ein Modeding, was jeder haben muss, oder was? Nö, das ist schon lange keine Mode mehr. Siehst du? Warum willst du denn unbedingt, dass ich eins trage? Einfach so. So. Nö. Ich hab nur einen Vorschlag. Mich hat's nur interessiert. Nö, wie gesagt, ich bin nicht so der Tattoo-Typ. Vielleicht irgendwann mal, wenn ich irgendwie, keine Ahnung, mich anders entscheide, aber warum? Die Frage ist, warum nicht? Wie gesagt, ich finde es sehr kleidsam, aber wenn du nicht willst, naja, dann halt nicht. Eben. Hast du schon wieder ein neues, oder warum? Nee, ich habe kein neues. Ja, wäre ja die perfekte Überleitung von wegen, hier, guck dir jetzt mal ein neues Tattoo an. Nein, ich hatte nicht vor, mich jetzt vor dir auszuziehen. Ich hätte damit weniger Probleme, denke ich. Ich weiß, dass du damit keine Probleme hast, aber es gibt auch keinen Grund dafür. Wie gesagt, ich habe auch kein neues. Okay. Weißt du, wie lange dieser Scheiß dauern wird? Das Hacken? Hm. Keine Ahnung, da fragst du die Falsche. Bei Billy war das damals innerhalb von ein paar Minuten zum Teil erledigt, zum Teil hat es auch ein bisschen länger gedauert, aber es hat eigentlich nie ewig gedauert. Wir hätten uns Fresspakete mitbringen sollen. Sie greift in ihre Tasche und holt Marshmallows raus. Das hat's du nicht angesagt. Ich habe irgendwann mal am Anfang angesagt, sie hat immer Marshmallows dabei, es sei denn, ich tue sie raus. Chill. Und chill. Bei einem Run selbst, chill. Dann nimmt sie sie auch nicht mit, weil die knistern können. Ach, bei einem Run selbst, na gut. Alles Wo klar. Sind wir denn hier? Ja, Moment, noch sind wir nicht irgendwo unterwegs, ich kann sie noch im Auto lassen. Und hier ist es noch nicht wichtig. Sie holt eine Packung Marshmallows aus ihrer Tasche. Schön. Hält sie dir hin. Wie sehen sie diesmal aus? Diesmal sind es Pflanzenmotive. Sie ich hält nenne dir den lateinischen Namen der Pflanze, die ich gerade verspeise. Ja, Cannabis. Den lateinischen Namen. Den ich gerade schon wieder vergessen habe, verdammt. Was kannst du eigentlich? Ich weiß, dass es die Familie der Cannabinaceae ist. Ich weiß, dass auch Hopfen dazu gehört. Wie cool ist das denn? Hopfen? Ja, Hopfen und Cannabis, also hier. Hatten wir das nicht erst neulich, dass man Hopfen mit Cannabis veredeln kann?
Ich glaube, dass das Cool. geht, ja. Also man hat es mir auf jeden Fall mal erklärt, dass es geht. Cannabis Sativa, da hätte man auch drauf kommen können. Stimmt, Cannabis Sativa, ja, du hast recht, Verzeihung. Der ist ja, ne? Sativa wegen. Nicht wahr? So, mehr kann ich dir nicht anbieten, also mehr habe ich nicht mit. Ich Kann hoffe, sein, das dass ich noch extra. irgendwo einen Riegel rumflitzen habe, aber also Ja, im Auto habe ich noch was. im Survival Pack sind auch Rationen drin, aber die sind halt die Notfallrationen, die schmecken ja nicht. Boring. Was machen wir denn? Weiß ich nicht. Ach so, hier. Was? Sie gibt dir noch was. Keine Ahnung, ob das jetzt als Pulver oder Tablette da erhältlich ist. Eine Tablette wäre übelst sinnlos. Ich würde sagen, es ist Oder als. aufgelöst. Dann Eine gibt sie dir kleine eine Ampulle. kleine Ampulle, genau. Was ist das? Jazz. Oh, nice. Also, ich habe keine Ahnung, ob wir das. Nice. Ich habe keine Ahnung, ob wir das brauchen, aber da ich nicht weiß, wo es hingeht. Ja, das ist eine ganz gute Idee. Deine Eine letzte letzte habe ich noch. Amphetamin-Erfahrung war gar nicht so gut, Kaban, oder? Nee, aber ich weiß, dass da Jazz eine Kampfdroge ist, die mich schneller macht für den Kampf. Nee, das ist nicht Amphetaminbasis. Nee, 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 alles safe. Ich habe keine große Drogenkunde. Na gut. Alles easy. Ich kenne mich mit sowas nicht aus. Aber Jazz habe ich schon mal gehört. Eine Dosis hat Julia noch zu Hause. Verstehst du den Jazz? Habe ich schon mal gehört. Auch bei Jojo zu Hause. Wup. Sehr schön. Ja. Keine Ahnung, ob wir es brauchen, aber vielleicht halt. Und dann haben wir es halt. Es ist zwar, naja. Besser haben als brauchen. Ja. Ich hatte nämlich zur Charaktererschaffung, hatte ich mir nämlich auch 3 Dosen davon aufgeschrieben, aber die musste ich dann wegstreichen, weil mir das Geld ausging. Das war doof. Gut, dann sind wir ja auf alles vorbereitet. Das Zeug schluckt man oder was macht man damit? Ja, einfach schlucken. Okay. Läuft wohl. Ich hoffe, das macht einen nicht zu freaky, das Zeug. Naja, du wirst halt ein bisschen unruhig, ne, wenn du das Intus hast. Sagt diejenige, die ganze Zeit mit ihrem Jojo rumspielt. Du bist aber nicht die ganze Zeit auf dem Zeug, oder? Nein. Ja, hätte sein können. Du bist ja halt immer unruhig. Jein, also das ist noch eine andere Form von Unruhe. Dann, du bist halt super, mega, hyper, dingsig, also hyper aufmerksam und hyper, weiß ich, oder? Vertue ich mich da jetzt? Hyperaufmerksam. Na, was heißt hyperaufmerksam? Ja, du achtest halt auf alles. Irgendwie, wenn da irgendwo ein Geräusch ist, dann ist halt Ende und du drehst dich halt schnell um und all so ein Shit. Oder so habe ich das irgendwie im Das Kopf. würde ich zwar nicht als hyperaufmerksam Ja. bezeichnen, aber ja. Das ist auf jeden Fall. Paranoid. Ja, das ist auf jeden Fall. Ja, du bist halt ein bisschen, ne, irgendwie, wenn du dann mal Ratten irgendwo rumzippeln hörst, dann weißt du halt, also denkst du halt nicht sofort, oh, das sind Ratten, sondern du drehst dich erstmal um und guckst. Weil es könnte ja irgendwas sein, weißt du, sowas halt. Ja, Teufelsratten zum Beispiel. Ja. Die wollen dich fressen. Ja. Der Vergleich im Regelwerk ist, wie wenn du dem Zweijährigen 3 Tassen Kaffee in den Kopf schüttest. Aber das würde ich so noch, das finde ich noch zu wenig. Dann musst du halt noch, wie sich die Perspektive so ein bisschen verschärft und so ein bisschen verschiebt Fokussiert. und lange Gänge sind dann immer dein Feind. Immer. Weil die einfach noch Na, viel wir kommen länger auf wirken, mich weil du so zu. schnell bist und so energetisch und du musst einfach die ganze Zeit machen und auf jeden Fall so viel reden und alles Na, zerstören! sagen wir, Einfach es ist mal richtig viel vermutlich, es trauen. fühlt sich an, wie wenn du viel zu viel Adrenalin in den Adern hast. Boah, damit kann ich um. Damit könnte ich auch leben, aber okay. Adrenalinpumpe, noch so ein Ding, was auf meiner Liste muss. Der junge Adrenalinpumpe, weiß es. Hyperschilddrüse, den ganzen guten Ja, na Zeug. klar! Sie shot hat, weißt du, was BioWare ein SR5 kostet? Geld! Nee. Unmengen! Mit Geld ist es nicht da. Unmengen Geld, aber das ist ja nicht schlimm. Wir Nee, haben es es ist. ja. Irgendwann mal vielleicht.
Ja. Hilferschütten, ich sehe es schon, komm wieder, das haben wir. Ich will das nicht. Ich will das nicht. 140k, alles klar. Dann läuft. 20R, ich sehe schon, wie du das haben wirst. Ah, sowas kann man mal irgendwann vielleicht als 140k. Belohnung mit Nee, 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 draufzahlen. 140k. Mit draufzahlen. Na Ach, vielleicht hat ja klar. gerade irgendwer eine rumliegen. Wird sie nicht los? Klar. Die wird nur leider direkt für dich gezüchtet. Vielleicht hat ja noch irgendwer deine Stammzellen rumliegen und dachte sich, ich züchte meine Hyperschilddrüse draus, weil ich der Geilste bin und Oh Gott, bist du das wirklich, Daddy? nein. And you might get a bit hyperactive. Alles klar. Du spielst also im Jojo Wesentlichen braucht Jojo, Platz. nur dass du einfach 4 Meter groß bist, all deine körperlichen Werte plus 1000 und du musst die ganze Zeit noch fressen, schlimmer als sie und oh Gott, du bist im Wesentlichen Jojo. Sagen wir, wenn Jojo die ganze Zeit mit dem Bein wackelt, ist das das eine. Wenn du das die ganze Zeit tust, klimpert das Geschirr in der Nachbarwohnung. Das Und stimmt. deine Hoden. Das stimmt. Die werden dann gut durchgelüftet. Was? Na, weil er immer Das sag unterwegs ich nicht ist. mal sehr. Ach so. Doch, weil er immer unterwegs ist und hin und her läuft und überhaupt. Alles klar. Also. Gut, kurzer Exkurs. Wir warten, Ist ja okay. Diego. Ihr wartet und irgendwann wird dann die Stimme aus dem Mikrofon kommen. Aus dem So. Mikrofon. Ja. Also aus seinem Sehr cool. Deckmikrofon. Du meinst nicht aus dem Boxen? Nein, nicht aus den Boxen, die kommt aus dem Mikrofon. Das ist natürlich tricky. Ja? Fällt mir jetzt das auf. Du hast überhaupt keine Ahnung, was hier los ist. Lass mich, schneide ich raus. Ich Also. hab den Scheiß schon genommen. Ich merke das. Hey, 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 hey. Bitte nicht. Woran So merkt man, lange ob man auf hält Drogen ist? Das für ist dich hält das Mikrofon sowieso spricht nicht vor so allem. lange, fällt mir Nein, das gerade hält für auf. alle gleich lang. Achso, ich dachte, das würde irgendwie so und so Nein, minus nein, nein, Konsti nein, die. nein. Einmal ein W6 mal 10 Minuten. Achso. Also auf jeden Fall für den Kampf. Also. Die Stimme aus dem Mikrofon. Ja. Oh. So, da ist jetzt ein Datenchip. Da, wo das LED leuchtet, den nehmt ihr raus. Da ist die Position. Und falls sie sich bewegt, ist ein Mini-Programm. Also ist das im Wesentlichen das Programm, was wir schon hatten. Und vielleicht wird das die weiterverfolgen. Wir gehen jetzt noch ein bisschen deeper und holen uns unser Geld ab. Okay, viel Spaß. Dann müssen wir ja nicht hier bleiben, oder? Sollen wir hier bleiben? 3 Minuten. 3 Minuten. Okay, 3 Minuten warten wir. Ich programmiere mein Comlink auf 3 Minuten Countdown. Alles klar, die warten wir jetzt. Fick dich, Spielleiter, sag was, tu was, mach was, Ach so, beschäftige mich. der Chip, ihr nehmt den Chip aus Ja, dem Ding. gucken. Vielleicht wäre das ja eine Beschäftigung für Ja, drei ich gucke, wo ist Minuten. das? Ja, das ist ein Chofrino. Und zwar ist das in Chofrino dort, wo es richtig Spaß macht. Jetzt mag man sich fragen, wo macht es denn schon in Chofrino Spaß? Ich habe Überall. eine Ahnung. Den meisten Spaß in Chofrino hat man natürlich im Z-Gebiet. In Ghoul City. In Ghoul City, das ist dort, wo quasi die Stadt eingebrochen ist, weil sie alles untertunnelt haben und richtig gute Ideen hatten für den Häuserbau. Und da halt wirklich der gesamte Boden eingebrochen ist mit Häusern und so Ich will weiter. auch eine vollautomatische Schrotflinte. Und ich sag mal, die Ghoul-Population ist vorhanden. Du meinst, es ist quasi. Dort gehen Squatter nicht mal hin, um zu sterben. So Du ist es. meinst, es ist die Stelle, wo Alex. Nein, schlimmer. Ja, ich sag ja, wo Alex Jojo schon immer Schlimmer. eine drüber gegeben hat, wenn sie auch nur daran gedacht hat, irgendwie in die Nähe zu gehen. Ja, okay, damit kann ich leben. Ist halt eher übel, sag ich mal. Wie kriegt ihr überhaupt Matrix-Empfang? Ist ja nicht so, als könnte man sich eine Antenne aufs Dach stellen. Das ist richtig. Richtig. Ansonsten hätten sie die auch jetzt nicht gefunden, ne? Uff, Party hart. Scheiße. Naja, die gute Nachricht ist, also du kennst dich ja nicht so aus, Kaban, die gute Nachricht ist, wir können so ziemlich alles an Waffen mitnehmen, was wir mitnehmen können. Cool. Die schlechte Nachricht ist, wir werden sie wahrscheinlich brauchen. Das habe ich mir gedacht, als du das sagtest. Wo geht's hin? Also, was ist das für ein Laden?
Das ist das Gebiet in Chofreno, in dem es richtig ungeil ist. Das ist quasi da, wo die Ghule irgendwie auch tagsüber in den Schatten der Häuser aus den Löchern gekrochen sind. Da? Also übelst scheiße. Ich war auch noch nie da, das muss ich jetzt einfach mal so sagen. Aus gutem Grund. Richtig geil. Nee. Nicht richtig geil. Da rennt alles rum, was zum Ghul geworden ist. Ja. Also Elfenghule, Menschenghule, Orkghule, Trollghule vielleicht auch, Moment. Zwergenghule. Hä? Magische Bedrohung, ich habe drei. Es gibt keine Elfenghule. Doch, es gibt jeden Metamensch als Ghul. Ghul ist der Virus, der auf alles geht, tatsächlich. Du kannst jeden Metamenschen-Typ zum Ghul machen. Und dann gibt es noch, also es gibt ja drei Viren, HMVV oder Dings da, ne? Und dann gibt es halt noch die anderen zwei Sorten und die machen ja aus jedem Metatyp was anderes. Aber es gibt auf jeden Fall Trollghule und alles. Sowohl in SR4 wie auch in SR5, mein Das Freund. wäre mir jetzt ganz neu. Ja, Ja, guck weil mal die meisten Spielleiter nie damit gespielt haben. Ich dachte Mann, auch sind die immer, es blöd. ginge. Ich dachte auch immer, es gäbe Im nur Bodytech Menschen. steht es, glaube ich, drin, das sind da die Ja. Regelungen. Und im Runner's Companion. Ja. Gibt's auf jeden Fall. Schockt dich ein bisschen, ne? Aber ist tatsächlich Ein so. bisschen Hab schockend, ich mir das jetzt ja. nicht mal ausgedacht. Ist wirklich so. Faszinierend. Nee, Und weißt du, eigentlich was so ein ganz cool. Du hast Trollghul mich gerade besser macht für. als ein Menschenghul? 4 Konsti und 4 Stärke. Ja, weißt du, was das Geile ist? Ich mache mich gerade einen Run mit meiner SR4-Runde nach Alter, sind die tot. Asamando. Alles Ja, klar. du, wenn die Schwester von dem einen quasi abhaut und dahin flieht, ja, was soll man machen, ne? Also, wenn die da hinflieht, dann will die offenbar sterben. Verschwundener Angehöriger, beste Story ever. Super Sache. Hast du nicht auch diese Nachteile? Kann das sein? Bin mir gerade nicht hundertprozentig sicher. Scheiße, hat er nicht Nee. mal. Das ist ja doof. Du hast Ich Schnupfen, hab's im so. Hintergrund, ich hab das im Hintergrund. Ich hab das im Hintergrund reingepackt. So ein Ja. bisschen. Aber gut, es gibt jeden Meter Mensch als Ghul. Es ist überhaupt nicht geil. So ein ausgewachsener Orkghul ist echt nicht witzig und ein Trollghul auch nicht. Vor allen Dingen ist der auch noch schnell. Der Zwerg krümmt sich. Oh. Ist ihm schlecht? Das Kabel dampft. Sie packt ihm das Trauma-Patch drauf und zieht Ich zieh das das Kabel Kabel. raus. Er Ich ist zieh das tot. Kabel. Wie jetzt? Keine Ahnung, er ist tot. Bei dem, bei der, bei Scheiße. dem, bei dem Tritt sind ganz viele grüne Anzeigen ganz schön rot. Also so komplett. Also tot, tot oder kann ich ihn noch mit Erste Hilfe Der wieder ist beleben? Beyond Trauma Patch. Den hat's einfach innerhalb von Sekunden sein Gehirn verdampft. Also es riecht irgendwie nach verdampftem Fleisch zum Teil. Typ reinpacken, seinen Scheiß reinpacken, ab ins Auto, den werden wir dann Typ irgendwo. reinpacken, seinen Scheiß reinpacken, bitte erkläre dich. Na, wir können nicht alles einfach so dalassen. Okay, Den Typen wo schon, rein? sein Ins Kommen Auto hinten oder nicht. was? Ins Auto, in Okay. Karwans großes Auto. Aber doch nicht die Leiche. Also die Leiche, Natürlich, weiß die ich werden wir nicht. doch in Chofrino, die Aber er werden wir hat doch doch in ein Chofrino Pick-up, los. das heißt, er kann, also wollt ihr mit einer Leiche auf einem offenen Pick-up, ich weiß, ihr könnt die Decke drüberlegen, aber damit durch das ganze Donskoy fahren, oder? Ist das in ganz Donskoy oder ist das schon in der Nähe? Das ist so Mitte irgendwie. Das ist tatsächlich schlecht. Ich meine, der Staffer, wo ihr jetzt seid, der ist natürlich einer, wo nicht so viel los ist, weil dort wollte er ja hin, ne? Hat die einen Keller? Hat dieser Stuff einen Keller oder irgendwas, wo Hat man einen den Typen. Lagerraum. Okay. Typen Mit einer rein. sehr schweren Metalltüre, die nur jemand wie Kaban aufkriegt. Typ rein, Metalltür zu, Zeugs von dem einsacken. Ab dafür. Seid solche Richtig. Luthuren. Nee, das Erinnert hat mich mal damit dran, nichts dass zu ich das tun. ins Ich Forum schreibe. will einfach keine Spuren irgendwie Ja, na hinterlassen klar, ich da. weiß schon. Und alles ausmachen, was irgendwie dingsig wäre. Naja, sein Deck ist komplett zusammengeschmolzen, also nicht komplett zusammengeschmolzen, aber ein großer Teil ist zusammengeschmolzen. Gut, ist egal. Vielleicht kriegt man da tatsächlich noch irgendwas raus, aber darum geht's nicht. Erstmal keine Spuren, bla und so weiter und so fort. Okay, dann los. Wenn dann jetzt, sonst ist sie weg. Ja. Dann Abmarsch.
Übrigens, ich habe das gerade mal kurz nachgelesen und ja, ihr habt recht. Wie geil ist das denn? Meine Na, Spieler werden live. denkst du, ich hab nicht recht, Alter? Der Typ denkt, der unterstellt mir. Alter, klar. Nee, ich unterstelle dir, dass du mit Freude nach und hahaha werden die leiden. Ja. Ich sehe mich jetzt schon einen Trollpool bauen. Ja, was heißt bauen? Du nimmst einfach den Ghoul, schmeißt da vier Konsti und vier Stärke drauf, ein Panzerung und lachst sie aus. Das Schöne ist, die haben jetzt schon gegen Voodoo-Leute gekämpft. Ich weiß, wer den Voodoo, wer von einem siebener Geist besessen wird. Yep. Die Beste. Lead-Einheiten sind super. Also ihr fahrt da volle Bude hin. Jo. Ja. Zumindest erstmal. Weiß nicht, wie ist denn das so? Wollt ihr durchs Käfergebiet oder wollt ihr eher nicht so durchs Käfergebiet? Na Moment, wie war das denn? Die Jojo konnte doch da durch. Die hatte doch irgendwie eine Durchfahrerlaubnis. Das war vor einiger Zeit so, ja. Ist das heute noch so? Weiß sie das nicht oder muss ich das jetzt extra nachfragen? Ich überlege mir das gerade. Es werden noch nach Sachen sein, die sie weiß. Da man ihr irgendwann mal die ehrenvolle Aufgabe zu. Chill dein Leben. Lass ihn doch mal kurz überlegen, was für Auswirkungen das für uns hat. Also es verhält sich so, Komma das. Ja. Die Sachlage, also die ist, dass. Komma. Nee, nach dem das kein Komma mehr. Achso. Du kannst da durch, aber mit dem Motorrad ist halt super easy, weil sie dann erkennen, okay, das ist halt so eine. Mit dem Auto kann es halt sein, dass sie erstmal Stress machen und dann sehen, okay, das ist so eine. Und dann haben sie aber schon Stress gemacht, was auch darin ausarten kann, dass das Auto was abkriegt. Moment, machen die erstmal Stress, ohne kurz nachzufragen, oder? Die machen erstmal Stress, ohne nachzufragen, wenn du nicht offensichtlich dich zu erkennen gibst. Und das kannst du ja schlecht. Weil Fremde sind dort halt erstmal Beute. Die Ukrainer sind da ganz schlimm. Gibt's nicht irgendeine Möglichkeit, das irgendwie also ich sag mal so, es kommt ja auch öfter mal vor, dass die Falcons. Denn das hattest du oder hatten wir oder irgendwie mal ausgemacht, dass das eine von Julius' Aufgaben ist, unter anderem irgendwie dafür zu sorgen, dass sie durch Donskoy kommen, um nach Chofrino zu kommen, wenn die irgendwelche Lieferungen zwischen Juschneue und Chofrino haben. Das Und? heißt, es muss irgendeine Möglichkeit geben, genau das zu verhindern, nämlich zum Beispiel Hast du die irgendwie Karte auf? anzuzeigen, Hast du die nee, Karte habe ich auf? nicht, weil ich auch nicht so viel aufmachen kann hier. Sonst der Rechner wieder abkackt. Deine Mutter, Alter. Das Ding ist, das hat darauf keine großen Auswirkungen, weil das ist der ganz rechte Teil, östliche Teil des Käfergebiets, wo das eine Rolle spielt. Und dann sagst du ja vorher an, wenn ihr Transporter habt, okay, da kommt so ein Wagen, der sieht so und so aus, geht das klar? Und die sagen, geht klar, gib mal die Moneten her. Jetzt ist es aber der ganze mittlere bis westliche Teil des Käfergebiets, weil ihr in das Z-Gebiet wollt. Das heißt, da rechnet niemand damit und du hast es halt vorher nicht angekündigt. Das ist der Unterschied. Na, gibt's nicht irgendeine Kontaktperson, die sie da anrufen kann? Auch wenn, weil es kann, muss ja mal irgendwie sein, dass irgendwas kurzfristig, ja, wobei das wäre ja Gangsache. Das ist ja jetzt keine Gangsache. Aha. Also, du sagst halt immer im Auftrag des großen Alex, alles heil dem Alex. Wollen wir das Ah, okay, das machen? kann sie Und jetzt wenn du nicht das jetzt machen. sagst, keine Ahnung, das könnte Nee, irgendwie das sich kann sie, negativ nee, das auswirken. kann sie jetzt nicht machen. Dann müssen wir drum rumfahren. Jojo will jetzt eigentlich keinen Stress haben. Juli, ihr fahrt also drumwumm. Jo, wir fahren drumherum. Als ihr ankommt, geschmeidig gegen 22:30 Uhr in der Nähe des Spalts. Wie lange haben wir denn gebraucht? Ist die Frage. Also zu 3 Stunden. Was? Straßen sind nicht schlecht, also Okay, wie nicht besonders lange gut, du musst hätten wir außen gebraucht, rumfahren. wenn wir durchgefahren wären? 90 Minuten. Also die Hälfte. Ja. Dann riskieren wir Ohne das, dass oder? jemand Stress macht. Ne? Ist klar. Okay, wenn die Stress machen, dauert es wahrscheinlich länger. Kann sein, dass sie euer Auto so weit beschädigen, dass ihr gar nicht mehr weiterfahren könnt. Okay, dann ist sinnlos, dann müssen wir außen rumfahren, weil alles andere ist. Das dauert zwar mehr Zeit, aber dann kommen wir wenigstens noch an. Und wenn wir in so ein Gebiet fahren, ist es scheiße, wenn wir vorher schon Stress haben und dann möglicherweise noch verletzt sind oder irgendwas anderes. Geschmeidige 3,5 Stunden später, so gegen 22:30 Uhr. Ist das Haus verlassen? Jetzt chill mal, als ihr ankommt in der Nähe des Spalts. Kann mal bitte jemand stöhnen? Ja,
Alter, Kaban, was war denn das für ein Stöhn? Entschuldigung, geil. Ich bin auch ein bisschen heiser und verschnupft. Nee, alles safe, ich fand's schön. Also, es ist ja so. Was sagt eigentlich unser Tool? Ist sie noch da? Euer was? Achso, unser Tool. Ja. Ist sie. Das ist also ziemlich direkt am Rand dieses Spalts, der übrigens total dicht und deep ist. Haben die Selbstschussanlage oder wie verwehren sich gegen die scheiß Ghule? Auf jeden Fall ist es so, dass das Haus zur Hälfte schon abgesunken ist, die andere Hälfte kann man also offenbar noch irgendwie benutzen. Unten sind eher dicke Verbarrikadierungen, sagen wir mal so Stahl. Und Gedöns. Und ja, ihr seht keine Selbstschussanlagen. Ich nehme übrigens an, dass ihr noch ein bisschen weiter weg seid und dass man eine Drohne erkundet, ist ja klar. Mhm. Google guckt trotzdem mal aus dem Fenster und erscannt. Also nicht erscannt, sondern sie guckt sich astral um, weil so sieht sie die Ghule besser. Ja, dann würfel mal. Und du siehst sie damit nicht. Na doch, besser. Die Aura leuchtet doch. Ja, sind doch Dualwesen. aber du brauchst halt trotzdem Sicht auf die, weißt du? Natürlich brauche ich. Die leuchten nicht hinterm Stein hervor, das meine ich damit. Die leuchten nicht hinterm Stein hervor, aber wenn die irgendwo in der Dunkelheit sind oder sowas, die unterscheiden sich besser vom. Die sich vor die verstecken wollen, hilft es halt genauso gut, aber ja. Na, aber die irgendwo rumstehen, eben die, nicht. Die irgendwie rumstehen, auf jeden Fall nicht. Da hast du vollkommen recht. Nur die sehe ich vielleicht nicht, so heben sie sich halt viel besser gegenüber der Umgebung ab. Oha. Oha. Das habe ich nicht gewürfelt. Das habe ich gewürfelt. Kein Erfolg. Das ist ja 2. Gegen einen Patzer, das finde ich gut. Naja, in dem Patzer sind ja 2 Erfolge. Na, trotzdem und ist es ein Patzer. Und das sind ja offensichtlich mehr Erfolge als einer. Ja, trotzdem ist es ein scheiß Patzer. Ja, also würde ich sagen, du siehst nicht. Also, du siehst also, dass in der unmittelbaren Umgebung von eurem Auto jetzt noch nicht so viel los ist, aber dass die aus dem Spalt gerade klettern und nicht unwesentlich weniger. Junge, wir haben nicht ganz so viel Zeit. Die kommen gerade gucken. Die Sache ist ja eine ganz einfache. Da wir ja relativ offen mit Waffen rumfahren können, haben wir kurz bevor wir da angekommen sind, habe ich mir schon meine Maschinenpistole nach vorne getan. Ich will jetzt nicht rumballern. Das ist schon klar, aber die ist jetzt offensichtlich zu sehen. Ja. Die Maschinenpistole nur zu als Abschreckung. Ich will den Leuten ja nichts wehtun. Du hast ja magische Bedrohung und sowas ganz hoch. Ghule, also die klug sind, die lassen sich vermutlich eh in Ruhe. Und die nicht klug sind, wissen nicht mehr, was eine Maschinenpistole ist, aber die wissen, dass in dem Metallkiste da Fleisch ist. Ja, das ist okay. Nicht so schlaue Ghule sind nicht so gefährlich wie schlaue Ghule. Kommt drauf an, wie viele du davon hast. Ja, das also ist... Also so ein Trollghul, der zerruppt dir halt einfach das Auto, ne? Ja, ich sehe das. Ich freu mich. Jojo behält die Ghule im Auge, Kaman guckt, was da abgeht, damit wir jetzt hier möglichst schnell aus dieser elenden Situation rauskommen. Ihr könnt nicht einfach auf das Haus zufahren, ohne dass sie euch einfach alle anspringen könnten. Und wenn das halt einfach 10, 20 Stück sind, dann sieht es eher grimmen aus. Ah ja, Kaban, auf dem Dach steht ein Lufttaxi. Oh. Von dem, wo ihr dahin wollt, ne? Das ergibt Sinn. Das heißt, damit hauen die ab. Das heißt, ich guck mal, ob ich uns levitieren kann. Das klingt doch gut. Scheiße, die cheatet schon wieder, oder? Ist das machbar, Spielleiter? Na klar kannst du euch beide levitieren. Du kannst auch wieder nur Kaban levitieren, wenn du Bock drauf hast. Ja, meine ich ja. Ich möchte nur Kaban levitieren und der darf mich dann mitnehmen. Aber dann sind die Ghule überhaupt keine Gefahr. Ja, und? Das ist der Plan dahinter. Na, das ist ja gar nicht so cool. Das ist ja ich finde das sehr cool. Das ist ja quasi der Grund, warum intelligente Ghule gefährlicher sind als dumme Ghule. So, die einzige Frage warum ist warum haben jetzt, die eigentlich nicht Klettern auf 15? Force ja, was ist die Frage? Muss gleich Buddy zwei. Sein, hatten wir dazu. Nein, bei unwilligen okay. Zielen, du hörst ah, mir okay. nie zu. Verzeihung. Und bei Gegenständen und Objekten. Okay. Ich sag mal 2 ist der Mindestwurf für euch beide, damit das geschmeidig läuft.
Ja, wir steigen quasi auf die Ladefläche. Ich befehle meinem Auto, den Rückwärtsgang einzulegen und zu fahren. Damit es halt nicht kaputt gerumst wird. Die Frage ist, hier bringen mir mehr Erfolge mehr? Also sind wir dann ja, schneller? Wenn die oder? Force 2 ist, dann hast du halt maximal 2 Erfolge. Nee, das weiß ich ja. Aber bringen mir, was habe ja, ich ja, davon, wenn ich... Geschwindigkeit, gut. Das heißt, eine Force 3 kann ich dann auf jeden Fall machen. Kannst du machen. Gibt halt einen Anzug. Ja, aber das heißt, wir sind doch vielleicht ein bisschen schneller. Nach Force mal Erfolge. Meter pro Kampfrunde, glaube ich. Dann mache ich mal hier Party und so. Patzer, 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 patzer. Ficken. Was? Gerne. 2 Erfolge. Boah. Hm. Hättest doch eine Force 2 machen sollen. Scheiße, ein kriegst Erfolg. Da geistigen Schaden? Da kriegst du direkt geistigen Schaden. Geile Scheiße. Da kriegst du direkt 3 geistigen Schaden. 3? Na, Force plus 1. Alter, hat sich... Läuft bei dir? Hat sich gelohnt? Alter, wegen dir, Daddy, sage ich jetzt, läuft bei dir. Ich hasse dich. Läuft bei dir? Ich hab das immer vermieden, weil ich das immer behindert und dumm fand. Und jetzt... Gott! 3G. Alles entspannt. Ist ein guter Anfang, würde ich sagen. Ja. Ihr steigt auf. Wir haben nicht mal Gegner gesehen und wir steigen schon in die Lüfte. Na doch, ihr habt Gegner gesehen. Das waren keine Gegner, das waren infizierte Menschen, die nichts dafür können, dass sie. Ich möchte bitte von einer Seite ans Haus ran oder ans Dach ran, wo wir können das ja noch ein bisschen dingsen. Wo irgendwie eine Möglichkeit ist, dass wir da ein bisschen versteckter sind oder so. Haben wir eigentlich den Namen von der komischen Tuse? Sandmann. Sandmann. Sandmann, genau. Also, da mach doch mal Infiltration, Intuition, minus 4. Hä? Infiltration? Du meinst hier Schleichengedönse? Minus, und Intuition, minus 4. Okay. Hey. Ich meine, im Luftraum ist es halt echt... Ist es dein einer Erfolg, ja? Nee, das ist der Hund mit Zug. Doch, das ist mein einer Erfolg. Darf ich auch würfeln? Nee. Du wirst gesteuert, du kannst dich nicht mehr bewegen. Aber ich hatte auch einen Erfolg. Das ist schön, aber du kannst halt nichts machen. Im Prinzip habe ich alle einen... Heute ist ein Erfolgetag. Aber guck dir mal die Ergebnisse an. Du hättest eh nur minus 3 gehabt. Ich habe 2, 6, 4. Kaban, du hättest ja eh nur minus 3 gehabt. Dann habe ich natürlich auch 2 Erfolge. Die sind da einfach mal sehr viel besser als wir. Alles klar. Pigeon Shaman, hallo, das ist der Gute. Heute nicht so. Also. Ich seh schon, das läuft nicht. Ich glaube, wir sollten einfach wieder nach Hause fahren. Warum landen bei den Ghoulen? Wir fliegen einfach weiter. Der Spielleiter würfelt so heute halber wieder. Strecke. Ich glaube, der Spielleiter würfelt einfach ab jetzt für mich. Nee. Verdammt. Ihr seid, na, was heißt auf halber Strecke? Nein, ihr seid noch vielleicht so 30, 40 Meter entfernt. Mhm. Und dann... Das ist ziemlich gut. Dann wird... Ich habe die vor allem viel zu wenig Würfel abgezogen gerade, aber ist egal. Eigentlich hättest du nur einen gehabt. Irrelevant. Da ragt so eine Gewehrmündung raus. Oh. Ja. Und dann kann ich ja mal kurz gucken, wie die euch so treffen. Gar nicht? Ich pack Jojo hinter meinem großen Körper. Das ist gut, denn wenn die uns jetzt fallen lässt, ne? Ja, eben. Dann landen wir den Ghoulen. Jojo. Und vor allen Dingen. Würfel doch mal bitte Kraftstufe plus Intuition. Alter. Die versuchen das zu canceln. Die versuchen euch einfach abzuknallen. 2 Erfolge. 2? Ja. Scheiße. Stimmt, ich bin Verteidigerin. Kaban dreht sich weg und Jojo schafft es durch ein gewagtes Manöver, nämlich indem sie, und jetzt kommt der Shit, euch kopfüber dreht, dem Ding auszuweichen, also der Kugel. Und also du schaffst es auch dann noch, sie festzuhalten, das ist schon okay, aber es war halt relativ knapp, sage ich mal. Neben euch schlug da halt was in die Wand ein und es sah aus wie eine Kugel und das könnte wehtun. Kann ich zurückschießen? Kann ich zurückschießen? Du hast mich in der Hand. Hältst Jojo fest. Ja, die ist so klein, die kann ich mit einer Hand tragen. Mit einer anderen Hand kriege ich dann mit einer Hand... Gehst du das Risiko ein? Also wenn du sie mit einer Hand trägst und die dich anschießen, lässt du sie fallen und bist tot. Ha. Und sie direkt mit.
Naja, das ist ja irrelevant. Wir reden hier jetzt ja nur von Kapern. Und ich bin du, ja eigennützig. Jojo, du könntest vielleicht schießen, aber erstens kriegst du dann. Dann umklammer ich ja schon mal sie -3, halt. Ne? Das ist schön, das ist schön. Erstens kriegst du schon mal minus 3 ohne Entfernung. Ja. Und dann haben die noch Deckung, weil die schießen aus dem Fenster raus. Ja. Und naja, also weiß ich nicht genau, dann ist das alles laut und naja, Rückstoß. Sag mir und in doch der einfach Luft. Mal, sag mir doch einfach mal eine Zahl. Rückstoß habe ich beim ersten Mal nicht. Ich meine rein vom Feeling her. Ja, dass du, sag mir ne? doch einfach mal eine Zahl. Ja, chill erstmal. Du kriegst schon mal minus 3 einfach von deinem Schaden und dem Zauber, den du aufrechterhältst. Gut. Reichweite. Also womit willst du denn überhaupt schießen? Na, wenn ich so weit weg bin mit dem Vollmantelgeschoss, sonst komme ich nicht durch. Du willst mit diesem riesen Ding, dass du das überhaupt an Kaban vorbeikriegen? Das muss ich doch sowieso vor meinem Körper in der Hand halten, sonst kann er mich doch gar nicht festhalten. Also ich weiß nicht, wie du jetzt im Flug dieses Ding irgendwie bereit machst, dir auf die Hüfte hebst und dann da irgendwie, tut mir leid, also das sehe ich nicht kommen. Du meinst, mit was Kleinerem sehe ich einen Du meinst, Schuss ich soll mit der Fischette schießen? Das, ja, mit einer Pistole ist es deutlich easier. Okay. Warte, Reichweite. Pistole. So, das ist eine leichte Pistole. Scheiße, stimmt, dann hab ich ja gar keinen. dann kriegst du also nochmal minus 3 durch die Reichweite, also sind wir bei minus 6. Ja, vergiss es. Mit. Vergiss es. Warte. Ich hab schon keine Würfel mehr. Ja, chill doch mal. Mit, wie heißt denn gleich? Sichtvergrößerung ist es nur. Hast du noch Stimmt. 2 Würfel? Nee, dann hast du minus insgesamt minus 4 halt. Und okay. Dann haben die Deckung, also kriegen die noch ein bisschen Bonus. Also naja. Locker, flockig, minus 4 kann man ja machen. Ja, gut. Das Problem ist, wenn die uns einfach in die. Also wenn wir da jetzt weiter so fliegen, sind die aus dem Fenster raus? Haben die aus dem Fenster rausgeschossen? Na, quasi das Gewehr auf das Fenster gelegt, aufs Fensterbrett und dann geschossen. Dann können wir einfach von der anderen Seite ans Haus, also so ein bisschen rumrum. Wir müssten ja schneller sein als die. Also keine Ahnung, wie viele das Kraftstufe sind, aber... Kraftstufe 2 plus Magie... Nee, Magie sind 6 und... Ja, durch 3 sind 2 sind... Ja, ihr seid relativ schnell. Siehst du, das heißt, wir können einfach einen Bogen schlagen und dann sind wir nämlich aus deren Schussfeld raus. Unten sammeln sich so ein paar Ghule, die halt einfach gucken. Ist halt wie eine Katze, der da einfach so eine Katzenangel über den Kopf hält, weißt du? Das ist tatsächlich so. Bloß, dass es halt mehrere sind. Scheiß wir hätten Sprengstoff mit müssen und einfach unten einfach eine Ladung dran packen müssen, damit die Ghule von unten stürmen und wir bleiben einfach oben und knallen jedem ab, der durch die Tür kommt. Und dann stürzt noch mehr von diesem Boden ein und wir sind alle tot, denn alles hier ist unter Tunnel. Nee, wir fliegen. Ach so, ja, stimmt. Und euer Auto, das ist dann aber weg. Das wäre natürlich gesehen. Ärgerlich, weil so durch die ganze fährt Stadt schon rückwärts, fliegen. Das fährt schon lange wieder nach Hause. Der Pigeon Shaman. Das fährt nach Hause, nein. Das fährt auf jeden Fall weg von hier. Okay. Der Und wie hoch ist dein Pilot? Geh hoch genug, ne? Mein Pilot war, glaube ich, 3 oder 4. Safe. Der Pigeon Shaman ist wieder unterwegs und fliegt über Chofrino nach Donskoy. He's not on it. Geil. Pilot 1, Alter, was habe ich mit dem scheiß Pilot? Pilot 1, alles klar. Dann würfel doch mal bitte doppelten Pilot. Warum gucke ich das eigentlich nach? weil du ein netter Typ bist und ich liebe dich dafür. Aber Nettigkeit sollte doch belohnt und ich bin lieber nett, Spielleiter. Ich habe ihn belohnt. Ich habe ihn nicht Pilot und Autosoft würfeln lassen, die er nicht hat, sondern doppelten Pilot. Ein Erfolg hat er immerhin. Hat er einfach einen Erfolg, alles klar. Gut. Dein Auto meldet dir relativ schnell, dass es einen Weg nicht findet nach so 15 Metern. Es ist 15 Meter weit gefahren. Ja. Passt schon. Ich gebe ihm quasi auf Sichtlinie den nächsten Befehl. Ja, aber es ich kommt mit ja seinen eh Sensoriken gerade nicht klar, weil so viel Scheiße auf der Straße liegt, den man ausweichen müsste und sowas und so weiter. Boah, Gute, ich kann bewegen. Sowieso nichts anderes tun, außer das, außer hier rumzufliegen. Ja. Das Auto, du könntest ich das lenk Auto das der Hand Ding steuern, ja. Das ist doch. Alles klar, finde ich schön. Wir machen also jetzt. Du lenkst das Auto ich glaub, mit AR, ich lenke dich. Nee, ich glaube, es ist immer noch Reaktion und Fahrzeug da. Ja, und Bodenfahrzeuge, ja. Ja, genau das. Und das, ich weiß gar nicht, Handling Geschick. Ist einfach dein Design, ja. Warte mal, was war denn das? Eine Reaktion und Fahrzeug ist klar. Ja, stimmt. Das ist richtig. Plus Handling ist, glaube ich... Nee, nicht plus Handling. Handling ist dein, generell dein... Limit? Ja. Ah, mein Limit, okay. Deswegen kannst du mit Vans in SR5 echt nicht so viel machen. Außer du bist ein geiler Rigger.
Bam! Ich bin sogar noch unterhalb meines Limits. Hat er sie einfach, die zwei Erfolge. Gut, wir hatten ein bisschen. Wir haben echt weg. Noch nicht so geil gewürfelt dieses Mal. Selbst Cover nicht. Ich kann das. Ich weiß. Gut. Selbst ich nicht. Also. Du hast bisher besser gewürfelt als wir. Nee, ich hab oft gleich gut, aber das ist völlig irrelevant. Was war Red passiert? Und ich hatte einen Patzer Schlaumeierin. Stimmt, aber danach hast du drei Erfolge. Ist also, dass ihr um das Haus ein bisschen rumfliegt und die sind nicht so schnell in anderen Räumen, um da rauszuballern, vor allem, weil nicht alle Räume von denen einsturzsicher sind. Ihr seht eine schöne Antenne, die ist auch hübsch, so, ne? Ah, du meinst, die könnten wir gleich mal kurz, Keine Ahnung, ist halt aber eigentlich auch eure einzige Möglichkeit, mit außen zu kommunizieren, aber hey. Ah ja, fuck. Was? Das war was. Das ist auch unsere einzige Möglichkeit. Und dann landet ihr. Ah, Moment, das ist falsch. Unsere Comlinks müssten noch in Reichweite des Autos sein. Richtig. Ja, und das Auto hat dann die Reichweite bis nach Donskoy, oder wie stelle ich mir das vor? Nee, das jetzt nicht, aber hä, wieso bis Donskoy? Karmans Auto ist doch jetzt gerade da. Bin mir nicht sicher, ob die Reichweite. Doch, die müsste eigentlich reichen, hast recht. Naja, alles safe. Ihr könnt mit eurem Auto reden und sonst nichts weiter. Okay. Passt. Ja. Habt ihr auch was gekonnt? Ihr landet auf dem Scheißdach. Ja. Wir sind auf ein Dach. Super. Ich sichere Richtung Tür. Deckung. Da ist immer noch dieses Taxi, ne? Ja. Ist das ein reguläres Taxi oder ist das einfach ein Flugzeugauto-Dings, was den Leuten gehört? Es ist ein Drohnentaxi ohne Diensterkennung. Also ein geklautes. Ah. Das heißt, wenn man das klauen würde. Das heißt, es ist unser Wegfahrtticket nach Hause. Haben solche Dinger eine Bewaffnung? Standardmäßig nein, haben sie nicht, oder? Und da bin ich mit dem Taxi gefahren, da hat er seine Gatling rausgeholt, da war er tot. Nee, du, ich weiß es nicht. Vielleicht, nein, ja. Um Gottes Willen, okay, Alter. Okay, gut, wollte ich wissen. Ein Taxifahrer mit einer Waffe, das kann man doch nicht machen. Ich möchte mir bitte Deckung suchen. Ja. Und so, dass ich quasi, irgendwo müssen die ja rauskommen. Jojo, guckt mal, wo die überhaupt rauskommen könnten, irgendwie. Also, gibt's eine Möglichkeit, okay, durch die Decke zu fliegen? Das Dach ist relativ groß, so, auch einfach, weil verschiedene. Also die Dächer wurden offenbar auch in Vergangenheit benutzt. Da gibt es verschiedene noch Bretter und so ein Gedöns, die auf andere Dächer führen und das auch aus einigen der Fenstern heraus. Das heißt, du kannst aus drei verschiedenen Ecken kommen. Zwei davon aus dem Dach, also eine aus der Dachluke, eine aus so einem aufgebauten Häuschen da und eine von einem anderen Dach, wenn du einen Umweg über ein anderes Haus nimmst. Weißt du? Okay. Moment, Umweg über ein anderes Haus, das heißt, die könnten auch einfach ein anderes Haus, in einem anderen Haus aufs Dach und da dann ins Taxi steigen. Nee, weil das, dann gut, dann müsste das Taxi bis dahin darüber fliegen, ja. Ja, das meine ich nicht, ja. Wobei nicht klar ist, ob alle Häuser die Belastung eines Taxis aushalten, ne? Denn die sind nicht ganz leicht und die Häuser sind eher wie so mittelmäßig geil. Na, Moment, müssten die aus dem Haus raus, um in das andere Haus zu kommen oder gibt es da die irgendeine Art von Brücke? Naja, da gibt's eine Bretterbrücke quasi. Über die drüber müssten, um ins andere Haus zu kommen. Genau. Das heißt, wenn ich da einfach mal, es wurde ja eh schon geschossen, so, die wissen ja eh, dass ich da bin. Das heißt, wenn ich da einfach mal auf dieses blöde Brett von dem, da wo bist ich du ja eine jetzt. Blöde Kuh. Wo ich ja jetzt eh nicht drankomme, denn da gehe ich mal von aus, müssten die nicht erst aufs Dach, sondern könnten das von unten erledigen. Das heißt, wenn ich jetzt mal einen schönen Schuss auf das Brett richte, bedeutet das, oder die Bretterbrücke bedeutet das so viel, wie dass die nicht mehr passierbar ist, sodass die nicht mehr abhauen können. Also wenn du ein paar Mal mehr drauf schießt, auf jeden Fall. Gut, dann werde ich genau das tun. Jo, die Bretter fallen runter, Gude kommen nach der Detonation auf dem Boden. Einige versuchen, an dem Haus hochzuklettern. Ja. Darf uns aber nicht? Naja, es ist halt einfach ein ziemlich baufälliges, steiles Haus. Okay. Wie ist das mit Diebstahlsicherung bei Taxis? Sind das so bei elektrisch? Flugtaxis sind die auf jeden Fall standardmäßig vorhanden und das ist eine Elektrosicherung, die auch ohne nicht austeilt, sag ich mal. Okay, also das Taxi nicht berühren, um es aufzumachen, um es zu kapern. Könnte anstrengend werden, sag ich mal. Nicht solange die Hackerin noch alle Sinne beisammen hat. Okiese. Selbst dann, habt ihr Fahrzeugmechanikkasten dabei? Nee, ne? Nee, haben wir nicht. Schlecht. Ja, so eine Sache wäre einfach durch die Scheibe schießen und dann mal gucken, aber. Das kannst du machen. Also, das wäre so eine Idee, aber das ist auch nur für. Ich. Jetzt bis nachher gedacht.
Ich möchte mir jetzt bitte eine Deckung suchen, die zwischen den Eingangsluken und dem Drohnen und dem Taxi, wobei selbst das Taxi dahin, ha. Fuck it. Eine Deckung suchen, von der ich irgendwie beide, jetzt noch zwei, sind ja jetzt nur noch zwei Ausgänge im Blick habe, aber von beiden nicht zwingend, also eine Deckung, die für beide Ausgänge gilt, sodass ich aber beide noch sehe, du verstehst, was ich meine. Dito. Nope. Verstehst du nicht oder gibt es Ich nicht? verstehe ich nicht. Ich mache hier mal ganz kurz. Das heißt, du musst tatsächlich ins Dings. Letztes Mal hat es ja auch geklappt. Na. Hä? Na, letztes Mal hat das auch geklappt, dass du ein Twiddler warst. Deswegen geh mal rein. Ja. Und irgendjemand müsste dann heute mal vielleicht ein paar Screenshots machen für mich und mir das nächste Mal geben. Hup, hup. Das Hup, kann Delly hup, bitte hup. machen. Kann ich. Luke Skywalker. Ist das das Taxi? Das ist die Luke, aber ich kann es gerade nicht verschieben. Ach, ist egal. Ah. Und wo ist der zweite Ausgang? Wir hätten Granaten nehmen sollen. Wir brauchen Granaten. Durch das Dachhäuschen kann man auch raus. Sisi. Ja, du musst wahrscheinlich noch eine Tür einmalen, dann wäre das ganz Ja, praktisch. lasst mir bitte die Zeit. Nein. Das war vielleicht etwas groß. Etwas. Gut. Das war übrigens das Brett, was ihr kaputt gemacht habt. Und dann hast du halt hier noch so ein bisschen Müll. Und So, dann ich hast du hier möchte. noch ein paar Gesteinsbrocken. Das meine ich doch. Ich möchte bitte da, wo ich jetzt das gelbe Kreuz gemacht habe, so ungefähr irgendwo in dem Bereich eine Deckung haben, sodass ich quasi, sobald jemand aus einem der beiden Einstiegsluken kommt, eine Sichtlinie bzw. eine Schusslinie auf diese Personen habe, aber trotzdem eine Deckung habe. Also so, dass ich nicht Naja, da ungefähr für da, vielleicht ein eine. Stück weiter oben, passt schon. Ja, genau, aber das meinte ich. So quasi, ich bin die Spitze eines gleichschenkligen Dreiecks, sowas in der Art. Ich bin begeistert. Karawan. Ich dachte eigentlich eher so an hier, dass wir nicht quasi so aneinander stehen. Ich aber beides, wenn ich will, die Luke und wenn ich mich halt um die Ecke drehe, quasi auch in die Tür reinballern kann. Okay. Alles klar. Pass auf. Es passiert nichts. Das habe ich mir gedacht. Oh, Moment, Ich. doch. Abbruch, Abbruch. Das Drohnentaxi startet seinen Motor. Hä, sitzt da schon jemand drin? Nein. Nö. Ich will jetzt nicht in dieses scheiß Ding rein. Ach, die wollen wahrscheinlich zum Fenster und dann durchs Fenster einsteigen, die Schweinepriester. Das könnten sie machen, aber dann könnten wir sie auch von oben absnipen. So, wir kommen eh nicht mit dem Drohnentaxi weg, ne? Weil wir keine Chance haben, das zu steuern. Richtig. Wo muss ich bei so einem Drohnentaxi reinschießen? Gerade Rotor. von. Ah nee, das wird bestimmt mit Vektorschubdüsen, also in die Düsen rein einfach. Juti, dann mache ich Und das. die sind auch eher fragil. Jo, dann mach doch mal. Wie nennt sich denn das? So eine Überraschungsprobe. Also einfach eure Inni-Würfel würfeln, aber nicht Initiative, sondern Inni-Inni. Ihr benötigt drei Erfolge. Ich habe drei Erfolge. Wow, bin ich gut! Du bist cool. Scheiße, ich habe einen Würfelabzug. Ja. Dann habe ich nur zwei Erfolge. Oder Nee, ich du würfel würfelst nochmal nochmal. mit 6 Würfeln. Oh, merkst du jetzt? Warte mal kurz. Wir haben das schon wieder falsch, Ich habe oder? nur einen Erfolg. Wir Was haben das habt ihr schon schon wieder wieder falsch. Es verhindert? ist ein wie. Ach nee, genau, wir müssen das ja. Nee, das ist die Überraschungsprobe, ist normale Ini, das ist noch nicht der Initiative-Wurf. Möchte Ja, bitte meine richtig. zwei Sonst Erfolge wäre es von ja wieder vorher. nur ein W6 würfeln. Für die Initiative wäre ja wieder nur ein W6 würfeln. Genau. Ja, genau. Ja, das war schon wieder so. Ja, verkackt. Da bin ich einmal gut. Ja, Drei Kaban Erfolge. Rules. Sie, Alles klar. sie. Also, Kaban, du bist vollkommen darauf vorbereitet, dass sich die Luke Skywalker öffnet und zwei Granaten durchfliegen und gleichzeitig sich die Tür des Dachhäuschens einen Millimeter öffnet und zwei Granaten durchfliegen. Also oben rausgelupft quasi. Jojo, washit voll die runden Dinge. Moment, Zünden Intervention, eh wenn mal ich erst am Ende der darf. Runde. Intervention? Was willst du da intervenieren? Wie weit bin ich von dieser Tür entfernt? Kann ich sie quasi
wo sie wieder aufgeht und ich sehe, dass aus der Dachluke Granaten rauskommen, sie wieder zuschlagen, sodass die Granaten nach drinnen fallen. Das wäre geil. Naja, damit begibst du dich auf jeden Fall dann in den Splash-Radius der anderen Granaten, ne? Weil die alle so in ungefähr hierhin gezielt werden. Also wenn du halt deine Deckung verlässt, dann rumpelt's halt mehr für dich, aber du könntest zwei der Granaten wieder reinschicken. Könntest, nach einem Wurf. Wenn der Wurf halt nicht klappt, wenn du nicht schneller bist als der andere, dann stehst du halt richtig gut in den anderen Granaten. Also in allen insgesamt. Das ist so eine... Du hast ja noch Edge. Alles oder nichts. High Risk, gerade. Vielleicht Reward. Ja, ja. OT, Jojo, ja oder nein? Komm. Ja. Ich tendiere zu ja. Ist auch gut. Ja, ich schick dich in den Tod, Alter. Alles kein Ding. Ich will halt nicht sterben und so. Läuft, ne? Ruled, was eigentlich, weil sie hat Punkte ohne, also der ist einfach fit. Der Junge, alles der packt klar. Das. Also, der packt das. Deli, es ist jetzt. Und der hat noch Edge. Reaktion. Und. Intuition? Finde ich nicht so geil. Ich würde sagen, es geht eigentlich nur um Schnelligkeit, doppelte Reaktion. Ja, das bleibt gleich. Mimi. Ha, da ist ja noch, gibt's ja noch, das kann er jetzt nicht nehmen, scheiße. Da gibt's ja noch dieses Jazz. Ja, ja. Das könnte er jetzt halt nicht nehmen. Außerdem, wenn er Jazz nimmt, erst nächste Kampfrunde, ne? Ja, das wirkt es dann. Ja, ich weiß jetzt gerade nicht, ob ich jetzt schon direkt Edge mit reinnehmen soll. Oder wie viele Würfel hast du? Ich habe jetzt 2 Edge, insgesamt habe ich 3. Nein, wie viele Würfel, Reaktionen? 8 insgesamt. Dann komme ich damit theoretisch auf 11. Mit der Regel der 6, das könnte cool werden. 11, 4 Edge, du hast doch nur 3. Ja, 11. Achso, ja. 8 plus 3 sind 11. Plus Regel der 6. Aber übrigens, die haben auch Edge, ich sag euch das gleich von weg. Weil der Bosskampf ist ausgebrochen soeben. Ja, du hast ja 2 Edge, ne? Ja. Keine Ahnung, kann ich dir nicht sagen. Hey, ich hab gerade den wissen. SMS von heute Morgen, von gerade eben gekriegt. Ja, trotzdem musst du wissen. Ja, nee, komm. Entschuldigung, ich bin gerade aufgeregt, das ist gerade spannend. Alter, Geilon! Aber nur eine der 6 quasi ist zu einem anderen zum Erfolg geworden. Also 4 ja, Erfolge, die sind 5 Erfolge, Edge. Junge! Ja, ist richtig. Jo. Sekunde. Beschreib's gleich bitte richtig geil, in der Tasche, wenn es was wird. Oder wenn es nix wird. Beschreib's einfach geil. Ich hab Edge benutzt, wie ihr seht. Also. Oh. Du versuchst die Tür schnell zuzuschlagen, dich also quasi in die Position so ein bisschen vor der Tür zu bringen, damit du auch mit der ganze geballte, geile Ork-Kraft anwenden Im Moment, kannst. Ich verstehe deinen Würfelwurf da nicht, aber das ist egal. 9 Würfel, 3 Erfolge, Nicht-Erfolge, Nachwürfeln, 6 Würfel, 3 Erfolge macht insgesamt 6 Erfolge. Oder? Du hast aber keine 9 Würfel da gewürfelt. Nee, 12. Und dann habe ich sogar noch, ich hätte sogar noch mehr Würfel gehabt. Tut mir leid, so, dass ich Verzeihung. Einfach zu nett war. Das, stimmt, nein, ich bin einfach dumm. Entschuldigung, ich habe das da missgedingst. Nee, ich hätte einfach noch 3 Würfel mehr würfeln müssen. Ist völlig egal. Also. Ich hab Ploink. Es gelingt dir nicht. Und das Problem ist, dass die Tür so schnell zugezerrt wird, dass du ein bisschen aufpassen musst mit deinem Fuß, dass der nicht volle Kanne reingequetscht wird, weil vor dir steht halt auch ein relativ kräftiger Ork mit einer Gasmaske und auch einer geilen Panzerung, wie du sie trägst und pfft, so richtig so ein kleiner Typ wie du, bloß halt ohne Wildschweingeilnis. Und das bringt dich halt so ein bisschen aus dem Konzept, das heißt, du musst ein bisschen zurückstolpern und das wird dir in der nächsten Inni-Runde minus 1 Inni geben. Also, was jetzt passiert? Die Granaten flutschen in die Mitte. Und dann macht's Boom. Und jetzt macht die Inni. Ausweichen? Nee, müsst ihr nicht. Das sind bloß Rauchgranaten. Also Infrarotrauch. Das ist ja okay. Ich meine, die können ja nicht ihr scheiß Flugtaxi zerstören. Die sind doch nicht blöde. Moment, 1, das habe ich ja gerade gemacht. 1 plus 7? Kann ich das hier eingeben? Das weiß ich gerade nicht. Du kannst, glaube ich, Klammer auf, 1d6 plus 7 machen, ja. Okay, 1 plus 7 funktioniert du nicht. Nein, du musst dann 1d6 plus 7 machen. Super, ich habe eine Inni von 8. Okay. Scheiße.
mein Glück. Hm, ich glaube, ich kann das nicht. War ist das egal. Ein? Nee, es funktioniert nicht. Würfel einfach ein W6, das ist irgendwie praktischer. 4 plus 7 sind 11. Ich habe ja quasi... Langsam. Eigentlich habe ich 8, aber weil ich quasi minus 1 habe, habe ich ja nur 7. Heute sind wir alle ein bisschen lame, habe ich gehört. Dass aber du auch lame bist, ist das okay. Er hat ja auch einfach mal 3 Würfel, ne? Das ist so... Nee, das ist schon das für 2 einfach Versuche. 3. Moment, ich habe völlig die Scheiße gewürfelt. Oh ja, mach ich gleich richtig, Sekunde. Ich finde die 2 und die 1 gelten für die Personen. Ja, schon. Na, ich nehme schon die. Ich nehme jetzt nur noch, ich muss nur noch nachwürfeln, was ich halt nachwürfeln muss. So, jetzt kommen wir doch langsam auf den Punkt. Oh nö, ich finde das nicht okay. Ich finde das vollkommen ausreichend. Ich finde das nicht okay. Der gönnt uns auch gar nichts, oder? Sind das 5 Leute oder sind das... Nee, ich habe tatsächlich gedacht, ich habe 2 W6 und Inni von dem einen Typ und dann von der Hackerin 1 W6, aber die hat ja schon ihr Jazz drin, weil die euch ja vorher gesehen hatte. Und das heißt, da hat sie 2 Würfel mehr. Schiploink. Scheiße. So, also. Sieht eigentlich alles relativ geschmeidig aus. Findest du? Ja. So. Ich stelle auf Schrot um. Hm. Smart-Gun-System, freie Handlung. Jojo, ich bräuchte mal bitte eine. Ich bräuchte von euch beiden mal bitte eine Wahrnehmungsprobe. Minus muss er nachgucken. Auf Sicht oder auf irgendwas? Ja, auf Sicht, aber warte. Selbst das Alter, ist mir egal. Mit Schrot kann ich auch blind feuern. Mit Schrot nehme ich auch gern minus 6, also minus 7 insgesamt, easy. Naja, mit Schrot auf die Tür. Zielen. Ich weiß ja, wo die ist. Jo, dann ist Kaban vielleicht tot. Alles klar. Hä? Auf die Dachluke? Da ist der doch gar nicht. Auf die Dachluke? Das ist bei dir eine Tür. Ich dachte, die Tür von dem Häuschen, das ist tatsächlich eine Tür. Es ist aus beiden was rausgekommen. Das heißt, die werden auch beide von da irgendwie rauskommen. SRC minus nachgucken funktioniert nicht. Schade, ne? Ich habe mir das nicht aufgeschrieben, verdammt. Ich glaube, das ist das. Minus 3. Ja, ich hab da direkt einen Erfolg. Ich sehe alles. Ich habe auch einen Erfolg, ich sehe auch alles. Mann, seid ihr gut. Ein Erfolg bei einer ziemlich dichten Rauchwolke von 4 Granaten ist halt Mittelmaß, ne? Sagen wir mal. Dafür haben wir doch die 3 Abzüge gekriegt. Aber oder? Man hört ja wahrscheinlich die Tür, oder? Na klar, hörst du die scheiß Tür, aber das hilft dir nicht, weil du nicht die Erste bist, die dran ist. Das ist leider richtig. Ja, ne? Finde ich nicht gut. Aus der Dachluke hörst du mehr, es siehst du jemanden kommen. Verdammt, ich komme auch nicht mehr dazu, das scheiß Chess zu nehmen, wenn das so weitergeht. Du hast das Gefühl, dass aus der Dachluke jemand sich eher von dir entfernt, als in deine Richtung zu gehen. Mehr siehst du dafür nicht. Kaban? Also, wer ist der Nächste? Okay, der ist der Nächste. Kaban, die Tür wird auch aufgetreten und... Baller da sobald wie möglich rein. Ja, chill. Der ist ja eh noch zuerst dran. Ich hab's Tür auftreten, freie Handlung. Ist auch eher von dir, entfernt sich auch eher von dir, als sich dir zu nähern, die Person. Also der Orks weiß er jetzt schon. Die wollen nicht kämpfen? Der Nächste, der dran ist, ist Kaban der Geile. Die wollen nicht kämpfen? Keine Ahnung. Vielleicht wollen sie nicht direkt in eure Kanonen abhauen. Reinrennen. Okay, er entfernt, also er ist quasi ja, wahrscheinlich, ne? Er entfernt sich eher von dir, als dass er zu dir kommt. Da. Dann muss er da gehen. Und die muss ja aber Richtung da gehen, wahrscheinlich. Ja, dann, ne? Ich kann den grob erkennen, oder kann ich den nicht erkennen? Nee. Aber ich hab gehört, wo er ist. Ich hab einen relativen Geräuschfilter, also ich kann seine Schritte gut hören. Was kostet mich eine Du kannst blind Salve durchaus irgendwie schießen, aber es ist halt du weißt nicht, wo er ist, so richtig. Ich würde da so eine weite Salve quasi so bababababab. Ne? Einfach mal da so in die Gegend. Okay, also. Minus 6, noch irgendwelche Abzüge? Ich denke nicht. Bam, 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 bam. Also wo, zeig mir mal ungefähr einen, wo du da jetzt hin frappallern willst. Ike stehe da, das Taxi war. Ah, okay, alles klar. Dann shoot it.
Also auf die linke obere Deckung willst du einfach nur schippern, so, ja, oder was? Ich wollte halt in Richtung Taxa. Achso, du verlässt also ein bisschen deine Deckung. Also ja, ich meine, in der Deckung war ich ja eh nicht, oder? Durch die Aktion mit der Tür? Doch, du hast bloß einen schlechteren Stand gehabt, deswegen der Inni-Abzug. Ah, okay. Ja, also dann, wenn du, pass auf, wenn du hierhin so schießen willst, wie mache ich das eigentlich rückgängig, dann musst du nicht deine Deckung verlassen, für weiter unten links dann natürlich schon. Also, okay. So in dem Bereich. Ne, weil quasi da ist das Taxe, das weiß ich. Okay, gut. Double Shin. Dann Schaploink. Shit, dann kann ich nicht mehr schießen. Was? Natürlich kannst du auch schießen. Ich stehe dir ja nicht im Weg. Sondern du willst auf die Tür schießen. Nö. Siehst du? Also geht doch. Ich muss mal wieder hier alles zusammensuchen. Was hatte ich denn hier? Smart hatte ich. Ich hatte... Dash und Dash und Smart. Achso, wie viele Rückstoßkombinationen hast du? Mit Stärke? Viele. drei, glaube ich. Letztes Mal glaube ich, noch. Okay, also kriegst du insgesamt dann minus 8. Nicht in der ersten Runde. Na doch, wenn du 6 Schüsse abfeuerst und du hast, also 5 Schüsse abfeuerst und du hast eine 3-Rückstoßkompensation, dann gehen ja 2 Schüsse ungedämpft. War das nicht erst für die nächste Runde? Nee, das ist auf jeden Fall schon für die erste. Das ist wie in SR4 und dann summiert sie es halt weiterhin auf. Ach so, ja gut. Ja, ja, klar. Aber ich weiß gar nicht, war das jetzt, Schulterstütze quasi plus 3, glaube ich, war das, ne? Oder wie war das? Was? Schulterstütze gibt plus 1. Ja, ja, und Schulterstütze, und, genau, die habe ich ja. Ja. Und meine Stärke 8 waren wie viel? Sind, glaube ich, 3. Dann habe ich 4. Ja, genau. Also ja, hast du dann 4. Nur noch minus 1, also minus 7. Ja. Schaploing. Da habe ich ja voll die riesen Würfelpool gerade. Ich glaube, im Gegensatz zu Jojo hast du echt noch 4. Ich bin mir gar nicht sicher, ob das nur 3 sind, aber ich würfel jetzt erstmal. Ein Erfolg. Jo. Ich treffe was. Ihr hört, wie er... wie mein Handy volle Bude ausrastet. Wie er die Gesteinsbrocken zersplittern lässt und Jojos Werk, das Taxi stark zu beschädigen, vollendet und es offenbar der Motor jetzt wieder ausgeht. Cool. Ja. Ansonsten jetzt nicht irgendwie Todesqualen oder du schieft oder dergleichen, was man noch so hier 011, was man so hören könnte. Genau. Taxi ist im Arsch, das ist schon mal gut. Jojo. Ich möchte jetzt, da das Taxi im Arsch ist und die nicht sofort wieder zu dingsen und ich gerade noch in Deckung bin, habe ich jetzt noch die Möglichkeit, mir das Jazz reinzupfeifen. Gönn dir, du hast noch eine einfache Handlung danach übrig. Ja, dann erstmal Jazz. Lecker. Ich will mich übrigens mit meiner freieren Handlung wieder in Deckung begeben. Ja, ja, für den Schuss musstest du die Deckung nicht wirklich verlassen, das ist alles okay. Und ich würde jetzt einen Blindschuss quasi... Nee, Moment, kann ich erst schießen und dann das Jazz nehmen? Ist doch vollkommen egal. Nee, ist es nicht. Ach, nee, na, das Jazz wird nächste Runde, das war eine Rundstoßkompensation. Wieso? Nein, da musst du 2 einfache Handlungen oder eine komplexe machen, damit die abklickt. Eine einfache Handlung, das wäre dann... Wie nee, einfache Handlung. Was? Einfach ja. Handlung zum Beispiel zielen. Dann ist das komplette System Rückstoß, der sich aufakkumuliert, komplett sinnlos. Nee, ist ja, es nicht. Eine einfache Handlung zielen zum Beispiel. Das müssen wir auf jeden Fall mal irgendwann hausregeln, weil das sonst komplett behindert ist. Naja, nee, also heute Beispiel, noch nicht, okay, sehe ich ein. Kannst du es auch andersrum machen, erst schießen, dann Jazz, das ist vollkommen okay, aber ja. Das müssen wir auf jeden Fall ändern, weil das ist das ganze System für eine Art. Ich schieß mit Schrot jetzt quasi blind in die Richtung, wo ich die Person vermute, die in Richtung des Taxis gelaufen ist oder läuft. Na, und was willst du da so genau schießen? Wie, was will ich da genau schießen? Naja, Salve, einfach Dings, Penis. Einzelschuss Schrot. Okay. Schrot! Alles klar, du willst es wissen. Wahrscheinlich so, ne? Wozu habe ich denn eine Schrotflinte? Naja, damit treffe ich halt. Eher. Sehe ich noch nicht kommen. Also, die kriegst du jetzt immer minus 1. Das ist wahrscheinlich ja so. Bam. Minus 3 und 2. Statement. Warte mal, Reichweite sollte keine Rolle spielen, ne? Nee, sollte nicht. Aber nur zur Sicherheit gucke ich nochmal nach, ne? Wir wollen es ja alles korrekt machen. Schrot. 15 Meter, ne, es wird wohl gehen. Okay. Jutti. Also minus deine Aua, minus 6 und das war's. Okay.
Okay, das heißt minus 7 insgesamt. Ja, genau. Hervorragend. Und sie kriegt minus Schrot und minus schon einmal drauf geschossen, plus Deckung, okay. Also was hast du jetzt gesagt, minus 7? Naja. Easiest game. Judy. Das heißt, ich würfel jetzt meine Edge-Würfel direkt mit. Hey, das hat man aber nicht abgesprochen. Okay. Das ist mir doch egal. Mach. 5 Erfolge. Bam, motherfucker. Dein Limit ist vor allen Dingen 5. Ja. Und es zählt nicht, weil sie Edge dabei hatte. Richtig. Ja, muss ich schon wieder Edge benutzen oder was? Nicht. Ich hab bald keins mehr, lass das mal. Der einzig gute Wurf an diesem Abend, also mein einzig guter Wurf, der darf auch mal was bewirken. Hey, der hat das bewirkt, ich hab Edge benutzt. Das ist ja auch nicht so, als wäre das eine unendliche Ressource. So, scheiße, Junge. Also, die Deckung zerplatzt. Also nicht vollständig, aber schon ziemlich. Des Weiteren, das Taxi zerplatzt diesmal vollständig. Und die Luke, die jetzt offen ist, da splittert Glas und das ist ein Krawall und man sieht nicht genau, was passiert. Vielleicht habt ihr sie auch beide schon erschossen, oder ihn? Weil, ich weiß meine, nicht, wer wenn da so eine Ladung Schrot reinkommt, dann hörst du halt auch nichts mehr von der Person. Ja. Aber hey. So. Dann. Dran. Penis. Okay. 12 plus Net Hits. Was? 12 plus Net Hits. Schaden. Die kriegt keinen Schaden. Wieso kriegt die keinen Schaden? Na, weil ich die Edge genutzt habe und die ausgewichen ist. Die saß! Die ist ausgewichen! Ich habe Edge benutzt schon wieder, hab ich doch gesagt. Nur zum Ausweichen, aber wieso denn? Na, damit sie nicht. Was denn das? Als 5 Erfolge, gönn mir das doch mal! Aber sie wollte doch nicht sterben, verstehst du? Ja, sollen sie sich das mal gefälligst in den Arsch schieben. Du hast auf keinen Fall sterben. So viele Erfolge gewürfelt. Alles klar, willst du schon wieder sehen? Alles klar, hier. Nein, ist alles gut. Sie hat Deckung und sie hat. Nee, sie hat eigentlich nur Deckung. Aber davon ziemlich viel. So. Ist halt immer noch ziemlich rauchig, ist aber egal. Die würde. Okay, kriegst du auch noch 6. Jojo! Ja, bitte. Geiles Luder. Nee. Nächste Kampfrunde, ne? Nee. Warum nicht? Nur weil du 8 Ini hast, heißt das nicht, dass alle anderen auch 8 Ini haben. Das finde ich scheiße. Nichts gönnt man mir. Das hier. Mit dem Jazz hättest du eher machen müssen, sagst du. Ach so, okay. Naja, wann denn? Scheiße, na, vorher irgendwie, keine Ahnung. Pech. Was wollte ich jetzt machen? Ich wollte dich jetzt zerschlitzen. Na, ja, klar, mach weil ich du jetzt so viel auch. Bock drauf hast. Naja, ich finde, Flubi. Man darf auch mal ein bisschen Bock drauf haben. Gleich mal auf Astralsicht wechseln und die anzaubern, ne? Brauch ich nicht kannst auf du nicht. Also doch, kannst du machen, aber kriegst du dann nicht sofort körperlichen Entzug? Sobald du im Astralraum zauberst? Nee, nicht, wenn ich Astral gucke. Genau, sie ist dann dualwesend. Bist du sicher? Ja. Aber das Schöne ist, für sie gilt dann keine Sichtmöglichkeit mehr. Ja, das ist mir klar, aber... Wenn ich jetzt einfach astral gucke, dann bin ich nicht im Astralraum. Na doch, du bist im Astralraum und in der echten Welt gleichzeitig. Ja, aber das ist egal. Das ist nur, wenn ich meinen Körper... Ich aber dann kannst Körper du natürlich löse. Super schlecht ausweichen, das ist dir klar, ne? Das ist eben mein Problem, deswegen ja, okay. Mache ich's nicht. Also, Jojo. Ja. Eine Oha. Eine Person, die jetzt sich langsam aus dem Rauch schält, kommt auf dich zugestürmt. Ist so offenbar die Hackerin, die auch irgendwie natürlich gepanzert ist und was weiß ich, mit 2 Dolchen, damit sie dich schlitzen kann. Also ihr Messern, Kampfmessern. Und naja, die rennt halt auf dich zu und will dich einfach nur zerhacken. Ja. Du darfst da auch tatsächlich ausweichen und Deckung. Darf ich auch blocken? Achso, das kannst du auch machen, ja. Damit bin ich besser als ausweichen. Aber dann musst du dir 5 Inni abziehen, ne? Was du nicht mehr kannst. Echt? Yep. Ah, ich hab das doch noch nicht so drauf. Na, ja, ist ja okay, deswegen sag ich's dir, ja. Ja, ausweichen und du kriegst deine Deckung und da sag ich mal, das ist auf jeden Fall eine Viererdeckung. Das ist eine Viererdeckung, so. Was war denn nochmal ausweichen? Das war Intuition plus 4. Reaktion, Intuition. Plus 3. Plus 3, genau. Genau. So, wünsch mir Glück. Glück. Ich prophezeie einen Erfolg. Stimmung? 3 Erfolge, ich hab's gesagt! Ja. Nicht gemacht. Hat sie gemacht. Hat sie ausgewichen. Ist einfach, hat sich kurz mal, weiß ich nicht, wie du so ausweichst, mit einer Rolle. Vielleicht klar, nicht mit der dicken Waffe. Geklappt. Aber nicht mit der dicken Waffe. Verdammt. Also mit dem kleinen Sidestep.
Gut, du bist einfach knallhart ausgewichen und sie hat dich nicht zerschlitzt wie das bösartigste Ding der Welt. Kaban. Für dich geht im Wesentlichen das Gleiche, weil der Typ kommt, pass auf. Hier rum. Der Fuchs. Das heißt, ja, das heißt, er hat nicht mal die Möglichkeit, einen Sturmangriff zu machen, was sehr, sehr schade ist, wie ich finde. Aber der wird halt jetzt auch, du erkennst noch zwei richtig geile Cyberarme, Junge, wird versuchen, dich einfach knallhart fertig zu machen. Nahkampf-Battle. Ja, na klar, das ist ein Nahkampf-Battle, Junge. Ihr habt eine Sturmschrotflinte, die wollten da nicht in den Fernkampf mit euch. Oh ja. Reaktion und Intuition war das, ne? Ja, ja. Bam. Alles klar. Hast du einfach auch gesidesteppt. Oder was anderes cooles. Keine Ahnung, was du so machst. Eine kleine ich drehe mich einfach um die andere Ecke quasi. Ha! Du schüft! Du schüft! Easy. Ich wollte mir gerade eigentlich Jazz einpfeifen, aber jetzt wird's halt kompliziert. Ich sag mal, es verkompliziert es schon ein bisschen, ja. Ha. Ja, wer ist denn da jetzt nächstes dran? Du. Hä, dann muss ich mich ja doch entscheiden. Also, der Typ ist quasi gerade hinter der Ecke von mir. Also ich könnte theoretisch meine Waffe fallen lassen, Jazz schlucken und dann in Verteidigungsposition gehen. Auch wenn dir die Verteidigungsposition nichts bringt, ja. Sieht cooler aus. Du könntest noch eine Waffe ziehen. Das ist auch eine einfache Handlung. Oh, stimmt. Einfache Waffenhandlung. Ich zieh meine Messer. Alles klar. Das ist eine geile Runde. Jazz schlucken und Waffe ziehen. Sehr gut. Geil. So, jetzt ist tatsächlich die Dings da zu Ende. Das heißt, Jojo, dein Jazz wirkt. Darf ich jetzt neu würfeln? Ich möchte bitte neu Eni würfeln. Aber dein wirkt auch. Na klar, würfeln wir jetzt neue Eni. ihr bekommt beide plus 2, also 3 W6 plus eure Eni. Und die Eni ist plus um 1 erhöht, ihr habt plus 1 Reaktion. Moment, aber wie ist denn das? Ich habe ja theoretisch einen Abzug. Na, den hast du halt direkt mit. Also das verringert halt dein Reaktionsattribut, glaube ich, beim Eni-Wurf. Das heißt, ich habe einfach ganz normal meine Reaktion. Du hast normal deine Reaktion, aber 2 Würfel mehr. Das ist halt ganz gut. Das heißt 3 W6 plus Rea. Plus Int. Genau. Okay. Oh Mann, wieso nur 4, 3, 2? Das sind ja nur 9. Plus 9 habe ich nur 18. Nur. Ja, ich hab's wieder. 14, also, wenn ich mich nicht irre? Ja. Das ist echt traurig. Ja, das geht schon. 1, 2, 4. Geht schon. Okay, Boy. Alter, der ist aber auch echt nicht auf der Höhe, der Junge. Die Alte macht jetzt wahrscheinlich wieder einen auf. Und die hat 5, die ist auch nicht gerade auf der Höhe. Für 3 Würfel ist 5 nicht so viel. Okay, immerhin mehr als Julia. Kaban, du geiler kleiner Stecher. Gib mir. Achso, der Typ hat im ganzen Sporn. Ah. In der Hose, hä? ja, er kämpft mit seinem Hosensporn, seinem Nahkampfstachel. Oh. Ja, ich würde sagen, der wird doch gemessert. Ich war gar nicht so gut im Nahkampf. Ach so, das ist ja doof. Ich dachte, du warst besser im Nahkampf als im Fernkampf. Nee. So. Im Fernkampf habe ich Smartlink und einen Würfel mehr, also insgesamt 3 Würfel mehr. Übrigens, der Rauch verzieht sich jetzt voll. Also, ihr seid so nah, dass der Rauch euch nicht mehr interessiert. Und der verzieht sich langsam. Ja, es ist gut. Also ich kriege auch keine Abzüge quasi. Ich habe nur meine 7 Würfel. Nee, das finde ich jetzt eh so los, weil ihr dann beide dieselben abkriegt und bla. 3 Erfolge, ist okay. Treff ich. Aha. Offenbar. Finde ich nicht so gut, warte. PB ist minus 2 oder sowas? Minus 3. Minus 3, ne? Ja, ja. 10k. Ja, ja, normal halt. Das normale halt, ne, genau. Easy. Na, es ist ein Ork wie du, ne? Das wird ein langer Kampf. Oder auch nicht, wenn beide auf dich losgehen, weil Jojo schon tot ist, nicht. Sie wird gleich erstmal den Pigeon-Schemel machen und wegfliegen und dann mit der Sturm kann und dann einfach von oben runterballern. Tja, Nahkampfschlampe, hä? So. Wofür ist mein Magier? Ich glaube, das geht aber nicht so einfach. Ah ja, genau, der ist sogar als nächstes dran, ist ja geil. Er versucht natürlich mit seinem Sporn einfach, weil du ihm ja gerade schön die Schulter aufgeschlitzt hast und ihr relativ nah seid, seinen Sporn
durch deine Magengrube in dein Hirn zu treiben. Oder zumindest in deine Speiseröhre. Aha. Ich habe eine Reaktion mehr, hast du gesagt, ne? Ja, ja. Cool. Klingt unangenehm. Nö, klingt es nicht. Alter. Jo. Fuck it, Junge. Mach ihn fertig. Mach ich fertig. Ich weiß nicht, ob ich jetzt schon Edge benutzen will. Nein, willst du nicht. Nee, Edge mach ich auch nicht. Denn? Er hat 2 und sie hat 3. Puh. Die hat 3? Die hat ja so viel wie ich? Hä? Ich hab ja, kein volles Edge. Ja, ich auch nicht. Kann schon sein, aber die ist auch so fragil. Na, fast so fragil wie du. Nein, sie ist so fragil. Sie ist so fragil wie du. Ja, dann musst du sie nur einmal treffen. Sehr gut. Naja, knall mit Jojos Nahkampfschaden eher auch nicht so. Knall sie weg mit einer langen Salve. Dann dürfte sie aber auch nicht viel mehr. Kann ich ja nicht. Sie ist ja im Nahkampf. Dann wird sie aber auch ungefähr so viel stärker haben. Das heißt, sie kann mich auch nicht so hart fertig machen. Ich sag mal so, sie hat nicht deine 2 Stärke tatsächlich. Nö. Ich habe ihr eine 3 gegönnt. Knall sie weg mit der Schrotflinte. Das ist eine scheiß Hackerin. Knall ja, das ist aber eine Attentäter-Hackerin, ne? Die haben auch Cyberware und so einen Scheiß. Ihr versteht nicht ganz, was ich meinte, als ich sagte, Endbosse. Ja, ich will doch gar nicht mit dir über ihre Kräftigkeit diskutieren. Das ist schön, denn ihr seid gleichzeitig dran. Sie mich oder ich sie? Du hast. Ich hab prinzipiell ein höheres Grund-Edge. Aber hast du mehr Reaktion, ist die Frage? Ach nee, es geht erst nach Edge, ne? Erst nach Edge, genau. Erst nach Edge. Was komplett sinnlos ist. Also, du bist dran. Ich bin dran. Elementar-Aura. Wenn die in den Nahkampf will, dann soll sie gefälligst auch was mitnehmen. Du bist cool. Easy. Bam, Feuerfang. Also dann bitte, das ist ein Manipulationszauber. Gönn dir. UT, Force 3. Ich kann mir nicht zu viel gönnen. Na, wobei Force 2... Alter, was hat das für einen Zug und übelst Ton, ne? Ja, leider. Force 2, sonst mache ich mich selbst fertig. Aber ich mag den Gedanken, also ich mag den Gedanken dahinter. Das ist vor allem ein bisschen abschreckend. Ich nimm dich mit. Ja, nee, ich mache erstmal nur Force 2. Es ist prinzipiell erstmal abschreckend. Vielleicht geht's ja dann in den, nicht mehr in den Nahkampf. Moment, ich habe gerade eine Knarre in der Hand. Ne, das bedeutet, auf jeden Fall wird das Metall. Schrapnellmetall, sagst du? Obwohl, es könnte halt auch Rauch werden, ne? Weil der ist auch noch da. Ich hab auf jeden Fall eine Knarre in der Hand. Also du musst entscheiden, was es am Ende wird. Ja, dann würfelst du jetzt einen W6. Bei gerade ist es Rauch, bei ungerade ist es Metall. Ach so, wie cool ist das denn, dass ihr das so geregelt habt? Das, was halt als vorherrschendes Element ist. Also ich finde, es ist Metall. Ich habe vergessen, was ich gerade gesagt habe. Was ist das? Ich, dass es Metall ist. Ich auch, das ist so. Okay, irgendjemand wird das jetzt so sagen. Ich habe nicht mal hingeguckt, was ich würfel. Ich habe eine 4 gewürfelt. Es ist Metall. Es ist einfach, ich habe es nicht scheißegal, Alter, pass auf. Auf diesem Dach, die Stahlträger sind zum Teil freigelegt und die ganze Umgebung ist doch eigentlich nur ein Stahlmassaker und der Müll da oben und die Träger, was weiß ich, die Tür, die Stahltür, die ihr rausgebrochen habt, das kaputte Drohnentaxi, Schrapnell, wirbelt um dich. Es ist scharf und bösartig. Ich krieg noch einen G. Kriegst du noch einen G? Easy. Ja gut, aber ja, was soll ich machen, ne? Bin gut weggekommen jetzt. Du hast jetzt alle, Force 2 war das, ne? Ja, ja, es war Force 2. Das ist sogar ein bisschen ungemütlich, muss ich sagen. Das macht Force mal 2 Schaden, wenn sie dran kommt. Na, und minus 2 pb. Ja. Easy, kann sie ja widerstehen. Natürlich kann sie dem widerstehen. Alles klar, du machst das. Okay, warte. Wenn die in den Nahkampf will. Junge. Nahkampf kann Jojo auch. Kann cheaten. Scheiße. Das ist ja Willenskraft und das ist ja Selbstbeherrschungsbruch, ne? Also nicht. Ach so, okay. Weil ich glaube nicht, dass man gerne jemanden in Nahkampf geht, der sowas macht, aber so hast du halt eine Sturmschrotflinte, also muss sie. Und dann wird sie halt versuchen, also so dich kaputt zu machen. Ne? Das dachte ich mir. Ja, warte. Das geht ja super, das kann man machen. Alles klar. Die wird 2 Angriffe machen und ihren Pool aufteilen. Was? Fotze. Anna kriegt vielleicht 2-mal Schaden mit. Die kriegt auf jeden Fall 2-mal Schaden mit und du kriegst beim 2. Ausweichen minus 1. Das ist ja klar. Ja. Dann wählt die sich da 8 Schaden rein, ohne dass ich was dafür tun muss. Das gefällt mir. Nein, die kann widerstehen. Ja, klar kann die widerstehen. Aber die muss dann 8 Schaden wieder, also 2x4 Schaden. Ja, na klar. Okay. Mach erstmal deine 2 Ausweichenwürfe beim 2. Ach, die hat schon. Nee, hat sie noch nicht gewürfelt, aber ich mach das nicht. Das finde ich unfair. Ich finde das okay.
Was ist denn, wenn ich Action wollen würde? Okay, ich mach's verdeckt, wir können es gleichzeitig machen. Alles safe. Nein, ist schon okay. Alles gut. So, das war immer noch, krieg ich irgendwelche Boni? Ja, du kriegst halt ein, dein Schaden wird ausgeglichen durch das plus 1 Reaktion, was du hast. Alles klar. Alter. Siehst du? Wenn der schon so wieder fängt an zu lachen, ey. So, was sind das? 3 und 3 Erfolge oder was? Krass. Nee, 3 und 2. Das hab ich gewürfelt. Es ist halt einfach wirklich ein Witz. Ich gebe's zu. Was hast du gewürfelt? Das, was ich drunter kopiert habe. Das erste ist ihr erster Angriff, das zweite ist ihr zweiter Angriff. Hey, ich sehe das, was du drunter kopiert hast, nicht. Ich auch nicht. Achso, ich hab's nochmal an mich geschickt. Ich bin ja klug. Nee, hab ich nicht. Doch, hab ich. Du bist ein Trottel. Hey. Hä? 2 Erfolge und 4 Erfolge? Ja. Vor allem, wie ich den Pool aufgeteilt habe, ne? 3-7 und trotzdem sind das 2 Erfolge beim ersten. Ja, das ist fies. So, also du hast 2-4. Nee. Ich habe 3-2. Den ersten habe ich auf jeden Fall bedingt, gedodged. Den zweiten nicht. So. Und den, zweiten den nicht Schaden, so. Den sie kriegt, mache ich am Ende. Wir machen jetzt erstmal dich. So, ja, aber ich bin gerade am Überlegen. Ja, 2 Nethits. Ich bin aber gerade am Überlegen. Wenn du Edge einsetzt, ist sie Edge ein, das ist dir klar. Ja, dann kann ich es auch lassen. Das krieg ich nicht. Kalter Krieg. Wichser. Dreckiger kleiner Wichser. Na, was denn? Das ist schon okay. Ich muss auch mal Spaß haben am Leben. Nein. Achso, okay. Vor allen Dingen, was macht denn die für einen Schaden? Das will ich jetzt mal wissen irgendwie. Keine Ahnung. Das wirst du gleich feststellen. Das muss ich aber feststellen. Du musst gar nichts wissen. Wieso denn? Weil ich jetzt meinen Widerstand würfeln muss. Ja, dafür musst du doch vorher nicht wissen, was die für einen Schaden macht. Richtig? Musst du nicht. Würfel einfach deinen Schaden, deine Abzüge. Und der Meister wird dir dann sagen, wie viele Punkte du kriegst. So, was habe ich denn? 9er Rüstung plus 3. Ja. Ich bin jetzt schon immerhin nett und sag euch meistens, wie viel Schaden ihr kriegt und nicht mehr, wie viel Abzüge ihr habt. 3 Erfolge. Immerhin. Naja, es ist eine typische Jojo-Flumi-Probe. Der Bonus-Erfolge, also macht das Leisure. 10k Schaden. Wahrscheinlich. Irgendwie sowas. 5k. Oh. Habe ich dir gesagt, dass du PB-3 kriegst? Nee, ne? Nö. Okay, 5k. Habe ich vergessen, das ist halt ein Kampfmesser. 5k. Autsch! So, oh. Jetzt kriegt die noch 2-mal Schaden. PB-2 jeweils und die hat gar nicht so viel Rüstung. Da kriegst du einmal 3 und einmal 2 Schaden. Kriegst du einfach 5k? Das ist ja so genau wie du. Ja, ich hab mich einfach aufteilt. Aber bei ihr hat es mehr Stil. Okay, naja, sie schlitzt dir halt die Brust auf. Allerdings braucht das halt A, 2 Versuche, um dich ein bisschen aus der Balance zu bringen. Und B, schneidet ihr dann halt das Schrapnell des Gesicht vom Kopf so halb. Was halt eher unangenehm ist. Du siehst schon ein bisschen, wie ihre Datenbuchse und ein Teil der Cyberaugen freigelegt sind. Also es muss halt irgendwie auch wehtun, so ein bisschen. Also es tut dir mindestens genauso weh wie mir, sagst du. Es tut dir so weh wie mir. wenn die mir für 5k quasi gerade ihr Messer reingewutschtelt hat. Die hat nicht gestochen, die hat geschlitzt. Ja, wenn sie geschlitzt hat, dann hat sie ja jetzt gerade eben mein Brustbein freigelegt. Ja, auch. Ich meine eher so von unten, wo da über dem Bauchnabel bis oben über die Brust. Der hat ja auch die Brust aufgeschlitzt. Milchschritt auf. Hä, wovon denn? Keine Ahnung, Mann, du bist eine Kuh. Aber sehr viel Schaden kann sie ja nicht machen, wenn sie die Brust aufgeschlitzt hat. Da ist ja nicht viel. Naja, sie hat, wenn sie am Bauchnabel angefangen hat, das blutet einfach wie Sau. Irrelevant, Kaban. Du bist ja der Geister. Du hast dich gegen deinen Opponent, obwohl der, glaube ich, sogar besser ist, hast du sehr gut bisher geschlagen. Wie gedenkst du, Funk zu fahren? Du hörst, wie Jojo schreit, du hörst, wie die Hackerin schreit. Die ja, machen das schon, das sind Bitches. Eben, die machen halt einen Mitfight, die mitschleppen sich wahrscheinlich die ganze Zeit und raufen sich in den Haaren. Kaman sagt zu dem Ork, hey yo, wollen wir erstmal zugucken? Ey, hier steht ein Bro-Code, man muss sofort Bescheid sagen. Ihr seid keine Bros. nein, ich versuche ihm quasi mit meinem Messer die Kehle aufzuschlitzen. Das ist ja eher unangenehm, sagst du. Ja, sag ich. Ja, das ist ja nicht so cool. So, der hat wie viel Schaden schon gefressen? Okay, auch nicht so viel. Ich glaube nur 2 oder so.
Ja. Aber ich bin ja halt so ein solider Bro und deswegen schlitze ich ihm einfach mal die Kehle durch, habe ich mir gedacht. Ja, für ne? zwei Folgen, ne? Ja, ne? Gut. Ich, quasi habe ich einen Nettoerfolg, das heißt quasi 11k PB-3. PB-3, ja. Easy. Tut langsam eher weh. Du schlitzt ihm, also er versucht es halt abzublocken und du schlitzt ihm volle Wut den Unterarm auf. Der 6k, das ist schon. Das ist schon eher viel. Wie viel Schadenskästchen hat er? Ach ja, der hat ja Cyber. Nee, du schlitzt ihm nicht den Unterarm auf, weil das ja Cyberware ist. Doch, du schlitzt ihm den Unterarm auf. Cyberware geht ja auch kaputt. Genau. Ah ja, stimmt, der ist ja richtig gut. Okay, also, alle safe. So, dadurch hat er jetzt immer noch. Tatsächlich ist er erst nach den Weibern dran, aber die Weiber sind wieder gleichzeitig dran und Jojo ist wieder zuerst dran. Easy. So, ach nee, Quatsch, nee. Er ist trotzdem noch vor den Weibern dran, weil die auch Schaden haben. Entschuldigung, wollte ich überhaupt nicht. Er ist dran und will auch was machen und er benutzt es gleich mit Edge. Also er wird den Sporn dazu benutzen. Er will quasi deinen Messerarm, den Unterarm davon mit seinem Sporn in der Wand festpinnen und ihn dabei so halb abtrennen. Das ist derzeit so sein Ziel im Leben und das versucht er auch wirklich mit Herzblut anzugehen. Ich bin jetzt bei Inni 8, richtig? Ja. Yeah. Das heißt, du kannst, ich könnte, also noch blocken. Genau, ich kann einen Blocken aus ansenden. Dann kriege ich quasi den Nahkampf noch oben drauf, ne? Habe ich Reaktion, Intuition ja. und Nahkampf, richtig? Ja, ja. Genau. Dann werde ich das erstmal tun. So, kurz gucken. Der hat da Aua, Aua. Aua, Aua, Aua. Ich vergesse auch die ganze Zeit die Reichweite, Lassinger. Ja, ich habe auch Reichweite. Also, nee, habe ich nicht. Du hast Reichweite 0. Ein Spun hat, glaube ich, also hat eine Reichweite 1. Ich habe es nachgeguckt. Echt? Cool. Ja. Das sind halt ziemlich krasse Dinger, die Teile. Die haben auch, sind ein bisschen besser als die Messer noch, aber die Messer sind halt ziemlich stark schon. So, was wollte ich jetzt hier würfeln? Schmerzen wollte ich würfeln, genau. Schmerzen. Easy. Läuft. Was ist denn? Was ist denn ein falsch mit dir? Ein gutes Pferd trägt niemals höher als es muss. Was ist denn falsch mit dir? Der liegt auch nicht. Der Typ ist einfach, also er ist nicht der Mega-Shit, aber er ist schon ziemlich stark, weißt du? Und du kriegst einfach nie Schaden. Ja. Ich hab Edge mitgewürfelt. Das war sein letztes scheiß Edge. Ja, und das weißt du was? Jetzt kann ich gleich Edge machen beim Angriff, den ich noch habe, diese Runde. Fick dich, Alter. Deswegen habe ich das ja, dann wollte ich das danach würfeln für den Fall, dass er mich trifft. So, die Weiber. Jojo. Jo. Ja. Die Frage ist, wenn ich jetzt einen Nahkampfangriff mache, ne? Warte mal kurz, Entschuldigung, ich möchte dich ungern unterbrechen, aber ich habe gerade mit einer Waffe pariert, oder? Und? Kriegt der dann nicht meinen Waffenschaden? Nein. War das nicht den SF4? Das ist, glaube ich, also es ist eine Adeptenkraft, dass du das machst, glaube ich. Ich könnte das jetzt wenn noch mal nachgucken. Wenn ich nicht mit einer Waffe pariere, kriegt er dann nicht automatisch den Waffenschaden? Ich werde das jetzt direkt warum nachgucken, weil das tatsächlich sehr interessant ist. Na, sollte er? Ah nee, nur wenn der Nahkampf mit waffenlos angreift, so war das. Wenn der waffenlos angreift... Ja, ich wollte schon sagen. Mit, ja, genau. Das ergibt auch Sinn, aber wenn du mit einer Waffe eine andere Waffe triffst... Ja, eben. Nee, das war... Ich habe das gerade auch... Aber auch das wusste ich nicht, das ist ja tatsächlich sogar interessant. Das ist ja cool. Ja, das ist auch cool eigentlich. Du kannst Leute im Nahkampf schicken, wenn die waffenlos angreifen. Scheiß, waffenlos ist eh behindert. Also ich würde es tatsächlich für Cyber-Gliedmaßen würde ich nochmal so, kommt ein bisschen drauf an, was eine Waffe ist. Wenn du mit einem Knüppel eine Cyberhand blockst, dann tut das der Cyberhand auch nichts. Ja. Aber egal, wenn du es mit dem Messer machst schon. Jojo. Ja. So, wenn meine du sie verprügelst, kriegst du deinen plus 4, minus 2 PB Schaden mit drauf, ja. Okay, das wollte ich wissen, weil aber meine... PB nicht kumulativ, sondern nur das höchste PB dann, ne? Weißt du, was ich meine? Ja, schade. nee, wobei, ist eigentlich Wurst. So, ich kriege nämlich kein PB, weil meine nette kleine, die Tussi ist ja jetzt immer noch im Nahkampf. Ja. Ja, das bedeutet, ich habe kaum eine andere Möglichkeit, als ihr einfach da, ich glücklicherweise eine Nahkampfverstärkung in der blöden Waffe drin habe, weil ich ja wusste, was auf mich zukommt. nee, aber dass sie auch dafür genutzt werden kann. Ich bin ja klug beim Entwickeln einer Waffe. Habe ich dir das nicht gesagt, dass das sinnvoll wäre? Ja. Ach so. Hast war du, das. Aber ich hab's auch angenommen. So. Ach so. Das war sehr klug von mir. Mhm.
weil du dich diesbezüglich besser auskennst und ein sehr netter und fürsorglicher, weiser und ruhmreicher Spieler wird. Ruhmreicher und hübscher, ruhmreicher Spielleiter bist. Man hat es mir öfter gesagt. Ja, bitte. Deswegen möchte ich sie jetzt angreifen. Mit der Waffe verprügeln. Ich möchte sie jetzt mit der Waffe verprügeln. Einfach den Kolben durchs Gesicht zerren, sagst du. Na, da, wo es sowieso schon kaputt ist, weißt du. Da, ist geile Scheiße. Hau rein. Hau ich rein. Du kriegst so, minus ein G und minus ein K. Krieg ich nicht durchs Jazz noch irgendwas? Nee. Plus eine Reaktion kriegst du. Jazz, nur Reaktion? Mehr? Ja, du bist halt die schnellste Bitch der Welt, Junge. Okay, cool. Also ich meine, du würfelst nicht so, aber du bist die schnellste Bitch der Welt. Juti. Und warte mal, ich muss mal eben ganz kurz was gucken. Ah nee, schade, ich hatte Knüppel nicht spezialisiert. Das wollte ich eigentlich mal irgendwann machen. Ich muss mich noch auf Knüppel spezialisieren. Auf Improvisierte wolltest du es, ne? Eigentlich wollte ich das... Das wäre jetzt natürlich richtig gut gewesen. Ja, eigentlich wollte ich das machen, aber irgendwie habe ich es noch nicht getan. Weil es selten dazu kommt, dass du nicht prügel ist, du knallst immer nur alle ab. Das ist richtig. So, auf jeden Fall, genau, geschickt plus Knüppel minus zwei. Oh, bin ich schlecht. Ein Erfolg. Immerhin ein Erfolg. Ja, es ist nicht viel, es wird nicht reichen für die Schlampe. Sie hat auch schon mittlerweile abgegeben. Hey, bitte, dieser Ton, ja? Entschuldigung. Ist absolut angebracht. Was hat die hat das? Ja, ich treffe sie auf gar keinen Fall. Gut. Die würde mich jetzt in der nächsten Runde wahrscheinlich killen. Es könnte sein, dass sie dich jetzt zerschlitzt, ja. Verlass dich dann einfach auf Kaban. Denk immer dran, Kaban wird dich retten. Nee, wird er nicht. Der ist gerade selbst beschäftigt. Nebenbei hört einfach übelst, wie die Gule unten ausrasten, weil die Blut riechen. Das kann ich mir vorstellen. Das ist geil. Das Schöne ist, ich komme ohne die Dame nicht mal weg. Das stimmt. Kannst du unten raus, du musst nur die Barrikaden zerbrechen. Du solltest dafür sorgen, dass sie am Leben bleibt. Ich muss den Typen gleich packen und über die Reling schmeißen, ich merke das schon. Hehehehe. Das ist eigentlich gut. Also, Hackerin, Schlitzi, haben wir gesagt. Ja, schlitz mal. Du kriegst minus 1 beim Ausweichen, das ist ja klar. Wieso? Na, weil du schon mal dich verteidigt hast in der Runde. Ah ja, stimmt. Und die wird den Pool diesmal nicht aufteilen? Oder wird sie den Pool aufteilen? Ey, du kriegst sogar minus 2, weil das schon der dritte Angriff ist. Stimmt. Geil. Ach, teilt die ihren Pool auf? Nee. Die teilt sowas von ihrem Pool auf, Junge. Ah, ich hasse dich. Also einmal minus 3, einmal minus 4. Sollte ja eigentlich kein Problem sein. Ja, weißt du, da hab ich immer... Das ist echt unfair. Wieso ist das denn unfair? Chill doch mal euer Leben. Weil ich voll am Abkratzen bin gerade. Guck mal, du hast zweimal deinen Pool und hast nur Abzüge und sie muss ihren Pool aufteilen, ja? Ja. Achso, die hat ja noch... Ach nee, Reichweite, Waffenkolben... Hatte ich, glaube ich, 0 gegeben. Die, weiß ich nicht, da warte, stand bei mir nichts bei. Stand alles dabei, oder? 0! Sehr gut, also hat sie noch Reich. Nee, ein Messer haben wir auch 0. Alles safe. Ich würde schon sagen, die hat keine Reichweite. Entschuldigung, ich bin so aufgeregt, weil ich dich schlitzen kann. Schlitz. Fick dich. Einfach bock dich auch mal ordentlich zu zerhacken. Das passiert ja nicht regelmäßig. Nein, ich zerschieße dich öfter. Das stimmt. Aber viel öfter ist es so, dass ihr einfach Leute kaputt macht. Das ist halt der Nachteil eines Low-Consti-Charakters. Ja. Glass Cannon haben wir gesagt. Ich durfte nicht. Ich wollte. Du wolltest ein Pummelup-Spiel. Ich wollte bei dem Charakter, ja, und du hast gesagt, die hat aber höchstens 2 Konsti und 2 Dings. Ja, weil sie 1,50 groß ist und unheimlich schmal. Ich finde das sehr angebracht. Selbst wenn du 3 Konsti hättest, würde dir das übrigens nichts bringen. Also ich meine. So, beim ersten Mal. Ich würfel jetzt direkt beide und gucke, ob ich gleich etche. 0 Erfolge beim ersten Mal ist schon schön. Ein Erfolg beim zweiten Mal. Willst du erst meine Würfel sehen? Ich bin gerade nett. Ja, bitte. 1 und 3. Alter. Das heißt, entweder ich hau jetzt 2 Edge raus oder ich bin tot. Keine Ahnung, vielleicht hast du ja einen guten Konsti-Wurf. Okay. Aber diesmal vergesse ich halt nicht, dass du PB minus 3 hast. Also keine Ahnung, wie es so ist. Na, bleibt mir ja kaum was anderes übrig. Wenn du es ganz taktisch angehen willst, kannst du nur den zweiten etchen, den ersten durchlassen und dann gucken, wie dein Schadenswiderstand so aussieht. Ja, weil das ist ja bloß ein Erfolg. Genau das tun. Wie viel Grundschaden macht die Tussi denn? Na, erstmal machst du bitte deinen Edge für deinen zweiten Wurf. Weil ich muss erstmal gucken, ob du überhaupt ausweichst. Ich würfel direkt meine Edge-Würfel. Ach so, ja, geht ja auch nicht viel anders. Alles andere wäre richtig dumm.
Nee, ich weich nicht aus. Warum? Siehst du, dann können wir doch schon mal über andere Sachen reden. Einmal ein Nettoerfolg und einmal ein Nettoerfolg, soweit ich das gesehen habe. Okay. Oder willst du den ersten auch noch ausweichen, edgen? Warte mal, die hat vorhin mit 2, die macht 3, die muss 3 Grundschaden haben, ne? PT die hat 6 Grundschaden. Oh. Stimmt. Ach, Stärke 3 plus Messer 3 wahrscheinlich oder sowas, ne? Ne, die hat tatsächlich Stärke 4 wegen Cyberway. Ja, dann werde ich jetzt direkt den ersten auch etchen. Okay, wie viel hast du dann noch? 0. Keins mehr. Okay. Geil. Sehr gut. Total toll. Ja. Boah, fuck, ey. Nullerfolge. Ich möchte beide einfach, kommen durch. Es macht einfach keinen Spaß mit meinen Würfeln. Nein, pass auf. Ja, es mag aussichtslos klingen. Es ist doof, ja, dass das du so schlecht würfelst. Aber bitte halte dir vor Augen. Vermutlich wird sie dich jetzt schlitzen. Aber vermutlich wird sie auch daran sterben. Ja, ich auch. Ja, das ist ja erstmal zweitrangig. Aber sie nimmt dich mit. Dann würfel doch mal deine hier Panzerung. Jedenfalls mit PB minus 3. Alter. Oh, nee. Ich bin tot. Wie du einfach wirklich direkt. Ja. Obwohl, warte. Instant. Ich habe 2-mal Schaden, wenn sie 6 Grundschaden macht mit einem Nette. Die hat beim ersten. 7k sind sie, 6 ist. Du bist du bei 10k? Ja, da bin ich und schon. Beim zweiten bist du bei. Bin viel zu viel im Overflow schon, 13K. Das geht nicht. 13k. Wie viele körperliche Schadenskästchen hast du? 9. 9 ach, und du hast Konsti 2, ja, du bist einfach direkt tot. Sag mich doch. Tschüss. Ciao. Also, Kaban. Achso, Entschuldigung, ich muss erstmal gucken. Stirbt sie wenigstens auch? Ja, jetzt müsste ich erstmal mal gucken, hast du recht. Juti, meine nächsten 20 Karma sind einfach mal verplant. Geil, hab ich gesagt 20 oder waren es 15? Ich müsste nochmal nachgucken. Weiß ich nicht mehr. Eieiei. Das macht doch alles keinen Spaß. Das ist unglücklich. Na, damit war zu rechnen. Das war einfach klar. Ja, weißt du was? Oh, Alter, also, du kannst nicht so jetzt würfeln danach. Nee. Ich kann das. Nee, es macht ich einfach keinen das. Spaß. Entschuldige bitte, aber sie stirbt halt einfach nicht. Sie kriegt nicht mal Schaden davon. Warum denn auch? Ist die Chefin. PB minus 2. Hab ich doch schon drin. Weiß ich ja nicht. Scheiße, ey. Ach ja. Das Problem ist, ich darf das jetzt ausbaden. Ja. Stimmt. Ach, schön. Ja, ficken. Neue Inni haben wir gesagt, oder was? Ja, neue Inni. Nee, ich bin noch Inni 3. Ich hab noch 3. Ich bin diese Runde noch dran. Mit Verlaub. Ich darf den Typen noch schützen. Warte mal, du hattest am Anfang 18. Ja, 18 minus 10 minus 3. Minus 5. Ja, aber jetzt die nächste Runde wäre ja nochmal minus 10. Also du bist bei minus 10. Ich bin jetzt bei 3. Erstmal bin ich bei 3. Nein. Du hattest 18, dann hattest du 8. So, dann hattest du minus 3 sind 5 und jetzt minus 10 für die nächste Runde sind minus 5. Wird das nicht nachher abgerechnet? Das wird auch immer nachts, da gibt das doch keinen Sinn, wenn du noch irgendwas über hast. Sonst bist du ja mit 11 ja auch nicht 2-mal dran. Dann hätte ich die ganze Zeit meine NSC immer noch handeln lassen können? Ja. Achso. Also du bist immer, also wenn du ab 10, also du machst. Ja, das ergibt ja auch Sinn, aber dann habe ich euch die ganze Zeit immer so angestellt. Dann bist du immer 2-mal dran und ab 20, 21 bist du 3-mal dran. Ich sag mal, mach ihn kaputt. Mach ich ihn jetzt kaputt? Sie. Weil wenn das so halt so komische Chiller sind, dann mach ich ihn jetzt tot. Ich war ja gar nicht so gut im Nahkampf. Ach Gott. 3 Erfolge. Das lässt sich noch leben. Ist der dritte Angriff diese Runde noch für ihn? Kann das sein? Zweite. Okay, wusste ich doch nicht. Er hat nur, Nee, das ist mir alles klar. Ich teile ja meinen Pool nicht auf. Ich habe nur 7 Würfel. Hey, sie hat's auch mit. Achso, ja, mehr gemacht. Mhm. Ja, ich denke, ich benutze Edge, um meinen Würfel nachzuwürfeln. Jo, er hat halt leider keins mehr. Ich weiß. Irgendwie dachte ich, wir hatten das schon mal gehabt. Scheiße. Ja, dann habe ich jetzt 3 Nettoerfolge. Easy. 13k PB minus 3. Jo. Tut, fängt langsam an, weh zu tun, muss ich ganz ehrlich sagen. Der hat jetzt diese Runde 11, schon 5, oder? Der müsste jetzt. Insgesamt 11 müssten es sein. Ja.
Jo, alles klar. Das sieht eher schlecht aus. Aber er lebt wenigstens noch. Also, du nimmst dein Messer und treibst es ihm einfach in die Magengrube. Ja, super. Und rüttelst du nochmal kurz und zerrst es raus. Ich hoffe, der bleibt nicht stehen, oder? Der kippt doch bestimmt um, oder? Naja, er hält sich mit einer Hand an der Wand von diesem Häuschen fest, aber er kippt noch nicht um. Er ist ja, bei FK. Okay, Eni. Ich habe immer noch plus 3, ne? Also hier 3. Ja, das hält mindestens 10 Minuten, da kommt man nie an die Zeit. Ja! Bam! Bam, bam, bam! Minus deine 0 Schaden. Ach, stimmt, ja, du stürzt ja einfach nie. Genau, das heißt, ich habe 27. Bam! Bitte! Das ist ja unangenehm. So. Wie geil ist das denn? 666. Schöne Sache. Und die hat 11 plus minus deine Mutter. Das ist ja sehr interessant. Die ist auch ganz schön fix, du. Ja. So, aber du bist einfach der Fixeste. Das habe ich mir gedacht. Hm. Ich überlege jetzt gerade, ist der Typ wirklich noch eine Gefahr für mich? Na, er ist halt verdammt hart angeschlagen. Du hast ihn ein bisschen aufgeschlitzt und dann dein Messer in den Bauch gerammt. Er hält sich, wie gesagt, an der Wand fest. Ist er noch eine Gefahr? Generell könnte schon sein. Du siehst jetzt... Er hat auf jeden Fall noch eine Pistole, ne? Also, wenn du dich jetzt umdrehst und sie versuchst kaputt zu machen, kann es einfach sein, dass er den Rücken schießt. Naja, das befürchte ich gerade. Der, denn, würde ich sagen, gebe ich ihm noch einen mit. Schaploink. Mit dem Stock quasi. Also mit dem Messer, ne? Einmal. Hey, der kriegt nur minus 3. Der hat eine realistische Chance, das zu überleben. Fuck. Ich habe auch nur 2 Erfolge. Oh, scheiße, treff nicht. Jo. Du triffst nicht. Ich treffe jemanden, der sich an der Wand lehnt, nicht. Naja, wenn du ihn angreifst, wird er dann schon wieder die Hand von der Wand nehmen und versuchen, das irgendwie abzublocken mit der Kraft. So ist es nicht. Ja. Er strengt sich schon an, um zu leben. Hagrin! Jo. Du hörst, wie Jojos Sturmschrotflinte knattert. In die Luft offenbar. Nee, Quatsch, an das Häuschen. Neben dir explodiert das halbe Häuschen. Also das heißt explodiert, es explodiert nicht wirklich, sondern die schießt da einfach die ganze Trommel von dem scheiß Flechette da rein. Das heißt, der Staub und alles wirbelt euch übelst ein und das ist ultra laut und Bröckchen fliegen durch die Gegend und es ist minimal einschüchternd, sag ich mal. Ja, das ist definitiv richtig. Mama, Selbstbeherrschung. Minus deinen Schaden, der ja null ist. Ich habe heute einfach gut gewürfelt. Selbstbeherrschung. Ja. Was war? Charisma und Willenskraft. Oh, da bin ich gut drin, aber das kann ich. Easy. Du bist kriegserfahren, du kriegst plus 1. Oder plus 2. Ja, heute also, was weißt du willst? Ich meine, 5 Erfolge, was. Bist einfach. Du bist nicht wirklich entspannt, weil, ne? Aber du kannst trotzdem völlig normal handeln, so wie du dir das gerade vorstellst. Das finde ich gut. Und du bist dran. Der Typ macht sie gar nichts. Sie schreit noch irgendwas rum, aber du verstehst es nicht, weil das hat sie schlecht getimt mit dem Waffenlautstärken-Dingens. Ja, und der Typ macht gar nichts, oder? Entschuldigung. Den hatte ich natürlich vergessen. Aha. Er geht ein paar Schritte weg und hat eine Abwehrhaltung, hat natürlich auch ein bisschen von dem Zeug da weggedreht. Eine eher deeskalierende Abwehrhaltung, ne? Sowas okay, wie, ja. Wir müssen nicht weiter kämpfen, Junge, ich kann hat nicht einfach schonen oder so. Hat er sein Messer fallen lassen? Das ist Sporn. Und ja, der ist auch also, rausgefahren. Okay, seine Pistole ist hier auf dem Boden oder ist die... Na, die hängt halt in seinem Häuser. Verdammt, ich bin ein guter Mensch. Menschen, die sich ergeben, bringe ich nicht um. Rein von der... Mach mal Menschenkenntnis. Das ist Intuition und Charisma. Ja. 4 Erfolge, was ist denn los mit dir? Ich habe keine Ahnung. Ich muss Jojo gerade aufpassen. Es wirkt nicht, als würde er sich ergeben. Es wirkt eher so, als wäre er mit seiner Kollegin, die übereinkommt, dass sie dich verschonen. Ne?
die sehen sich gerade schon in der stärkeren Position, weil sie hat einen Sturmschutz hinter und steht so hinter dir. Und ja, du hast ihn fertig gemacht, aber naja, sie hat halt einen Sturmschutz hinter und steht hinter dir. Sie kann damit offensichtlich nicht umgehen. Na, ich sag mal so, wenn sie das auf dich gerichtet hätte, wäre er auch tot gewesen, ne? Das war offenbar eher so eine einschüchternde, lass die Scheiße jetzt Haltung. Also er hat sich von mir entfernt, er wird wahrscheinlich nicht so schnell angreifen können, richtig? Er ist in einer sehr defensiven Haltung und er ist halt übelst schwach. Okay. Er kann dich auf jeden Fall nicht angreifen. Ja, ich möchte jetzt einen unwahrscheinlich coolen Move machen. Oh Gott, das sind die schlimmsten. Ja, richtig. Hast du die Fähigkeit Freifall? Die bräuchte ich jetzt sowas. Sowieso in diesem Moment bräuchte ich die sogar vielleicht. Okay, was geht's? Ich würde mich nämlich jetzt nämlich auf den Boden, also ich würde mich quasi fallen lassen, meine Waffe wieder aufnehmen, die ich hergelegt habe, und dann sie anvisieren und ihr eine Salve verpassen. Geschick und Akrobatik erstmal. Dinge, die Kaban kann. Und mit einer Salve weiß ich noch nicht, ob das vielleicht nur... Ah nee, du hast ja, das ist ja eine Maschinenpistole, ne? Ja. Dann kann das sogar eine kurze Salve werden, ja. Ein Erfolg! Immerhin habe ich einen Erfolg. Ja, warte. Du kannst dich fallen lassen, du kannst rückwärts rollen, dein Messer lässt du dabei sicherlich eher fallen. Ja, richtig. Hast du eh ein paar Mann. Kannst die Waffe aufnehmen und dann schießen. Du kriegst aber auf jeden Fall -2 durch die Aktion. Entfernung spielt keine Rolle. Rückstoß spielt jetzt gerade keine Rolle. Deckung hat sie nicht. Also bleibt's bei -2. Und dein Schaden natürlich. Das ist traurig, meiner. Ey, Jojo, was machst du? Gegen die kann man nicht kämpfen. Na, ich meine, komm. Ziemlich fieser Move. Und gelingt nicht immer. Ja, ich weiß. War aber cool. Und sie hat sich halt auch schnell genug geduckt. Ja, hat sie. Sie ist ja offenbar sowieso die Chefin. Gewesen. So. Was macht die jetzt? Ich würde sagen, die zerhackt dich einfach. Ich müsste mir ja kurz Jojos Waffe angucken, Sekunde. Oha. Ja, ich sag schon mal an, ich dodge mich weiter mit Gymnastik. So. Ich bin sowieso gerade in der Rollbewegung, da kann ich auch gleich mal vorwärts rollen. Ja, das Ding ist mit Jojos Waffe, das ist halt eine ziemlich spezielle Waffe, die kann sie dafür nicht benutzen. Hm. Na gut, okay, freie Handlung, Waffe fallen lassen, komplexe Handlung, Sturmangriff. Ja, super, dann muss ich ja quasi nur noch vor euch ausweichen, das ist ja super. Also, bei mir -5 zum Ausweichen. Also, -5 auf den Inni, wohlgemerkt. Ja, ja, na klar. 12 müsste es ja dann sein. So, genau, Sturmangriff, die hat -1. Ja, und dann kriegt sie +2, okay. Sie teilt ihren Pool nicht auf. Als ich das gemacht habe, hat sie noch besser gewürfelt. Bam! Du willst doch einfach mich verarschen. Schießen kann ich nicht, aber hey, ausweichen kann ich. Okay. Sie rennt an dir vorbei und kann sich aber relativ geschickt abfangen, dass sie nicht einfach, weil keiner das Dach runterrennt oder so ein Scheiß, sondern sie scheint schon kampferprobt, sag ich mal. So. Ja, sie rennt an dir vorbei, sie ist nicht im Nahkampf, das ist super. Seid ihr in Nahkampfreichweite? Ihr seid schon noch in Nahkampfreichweite, würde ich sagen, nicht so 2-3 Meter hinter dir. Und ja, 2 Meter ist ja noch Nahkampfreichweite. Ich würde jetzt keine Abzüge kriegen für eine Salve, oder? Wow. Da sie dich angegriffen hat und du ausgewichen hast, befindest du dich schon noch im Nahkampf eigentlich. Okay, gut. Dann Waffe fallen lassen, Klingen bereit machen geht aber nicht. Das ist doof. Dann würde ich meine letzte Handlung aufbauen. Wie viel kriege ich Abzug, wenn ich schieße? Ich guck grad nach. Also erstmal deinen Schaden. Attacken -3. Ich bin aber gerade überlegen, was, wenn ich das auf... Na ne, mit der Waffe kann ich nicht aufteilen, ne? Nee. Und ich krieg jetzt hast ja auch... Hast du AM da drin? Ja, hab ich. Dann könntest du aufteilen. Was teilt man auf die Erfolge, oder?
Nee, ich glaube auch den Würfelpool. Den Würfelpool? Ja. Aber ich muss auch noch unterschiedliche Ziele nehmen. Ich müsste den auch mitnehmen. Ja, den, na klar. Ja, und das Problem ist, ich muss halt erstmal, muss ich glaube ich leider eine einfache Handlung nehmen, zielen. Achso, ich glaube, du kannst aber auch mit Fernkampfwaffen Pool aufteilen und Mehrfachangriffe ansagen, solange das einfache Handlungen sind, ne? Ja, das Problem ist, ich muss aber erstmal eine Mehrfachhandlung, hier erstmal quasi eine Runde lang zielen, weil sonst kriege ich mit dem Rückstoß nicht klar. Ah, okay. Also zielen. Minus 2 noch. Okay. Und dann willst du eine lange, oder was? Ja, eine lange auf sie. Hm. Da hat die quasi minus 5 zum Ausweichen, sagst du. Aha. Müsste mal gucken, ob man da noch irgendwie, wenn man sich verteidigt, im Nacken. Nee, gibt's nichts, okay. Und weil sie das zweite Mal ausweicht, diese Runde, ne? Hä? Hey. Ich hab's ja schon mal einmal auf sie geschossen. Ah ja! Und da ich jetzt diese Runde dreimal also minus 6, na, was soll denn da überhaupt schief gehen? Dann nochmal minus 7 wegen ihrem Schaden. Ich weiß überhaupt nicht, was du für ein Problem hast, Junge. Läuft bei ihr. Keine Ahnung, glaube nicht so. Ich hab mal Erfolg. Dann treffe ich. Super. Zeit, Edge das. Was? Die noch Edge? Ich habe 3 Erfolge. Ich hätte nicht gedacht, dass das klappt. Ich meine natürlich, sie weicht geschickt aus, denn sie ist eine Göttin. Ja, anscheinend. Ja, auf jeden Fall. Indie, glaube ich. Ja, ja, doch, doch. Dem Ork werde ich einfach nicht würfeln lassen. Der ist überhaupt nicht interessant. Ja, dann habe ich 20. Willst du mich denn wirklich verarschen, Alter? Was ist denn los mit dir? 20 ist aber nicht so 12, gut. 21 wäre besser gewesen. Mhm. Was machst du denn so? Sie ist immer noch gefährlich. Ja. Du siehst, wie der Ork sich ganz langsam versucht, da irgendwie wegzuschleppen auf dem Boden. Ja, finde ich gut. Ich krieg immer noch minus 2, wenn sie da in der Nähe stehen, ne? Ja, ja. Also, ne, wieder zielen, schießen. Ah, was soll... Boah, danke. Also hast du einen netten Erfolg. Was willst du so für Schaden machen? Das ist ja das Geile daran. Sie macht nicht wirklich viel. 7k Grundschaden, das heißt, ich mach 8k. PB 0, ne? Jupp. Tja. Ach, danke. Also, naja, du schießt auf sie. Drück sie an die Wand. Nee. Und sie ist halt einfach tot. Du ziehst die Salve von unten nach oben durch ihren Körper und schießt sie einfach ein paar Mal in den Kopf dabei. Läuft. Und sie ist tot. Und gut. Der Ork würde jetzt versuchen, nach seiner Pistole zu greifen, aber weißt du, wenn du... Fallen lassen. Also wirklich nur, sobald er quasi sich bewegt, ziele ich auf ihn, fallen lassen. Ich würde ihn nicht erschießen, er hat sich ergeben. Er würde versuchen, dich zu erschießen. Dann würde ich durchdrücken. Jo, der ist tot, ne? Gut. Dann, erste Hilfekasten, Jojo. Ach so, tja. Dann würfel doch mal. Yay! Moment. Gelände, sag ich mal, ist jetzt nicht hundertprozentig steril, sagen wir mal minus 3. Und ich denke, das war's. Das geht auf welches, auf Intuition oder? Logic. Logic! Na klar. Oh, das ist ja der beste Wurf, den ich hatte. Ach komm, weißt du haust den ganzen Abend 50 Erfolge raus, Junge. Ich habe auch kein Edge mehr, Mann. Ach so, tja, das drauf. 2 Erfolge? Wie war das? Man braucht 2 Erfolge Minimum, um überhaupt was zu schaffen. Also sie ist halt... Ist halt... keine Ahnung, warum die nicht tot ist. Also du stoppst ihre Blutung. Mhm. Und du stoppst ein paar Gedärme wieder dorthin, wo sie rausgequollen sind. Panisch. Keine Ahnung, warum die noch lebt. Das muss echt ziemliches Glück sein und so. Aber eigentlich ist sie halt im Wesentlichen schon tot. Okay, ich kann sie aber stabilisieren, dass sie mich nicht weiter verreckt. Nicht für unendlich lange, aber ja. Also ich sag mal, es wäre schon schön, irgendwann nochmal einen Arzt vielleicht wenigstens kurz drüber gucken zu lassen. Ja, das Taxi haben wir komplett zersemmelt, oder? Oh ja, das war ja euer Ziel. Aber wir können erstmal kurz eine Pause machen.
Das finde ich sehr gut. Man hat's ja schon rausgehört, ne? So ganz, ganz dezent. Dass Flummi ja der Auffassung war, die Hackerin wäre ein bisschen zu krass dafür, dass es eine Hackerin ist. Und ich dachte halt, ich hätte mich die ganze Zeit klar ausgedrückt. Ich meine, die sind halt zu verschiedenen Dudes hin und ich kam mir schon fast ein bisschen dämlich vor, weil jeder sagte, der Handwerk und seine Torte, da müsst ihr aber aufpassen, die machen euch voll die Kalle kaputt, Alter, wie ich eigentlich auch nichts damit zu tun habe, außer es springt richtig viel Monetos dabei raus, Alter, ihr wisst nicht, die sind ganz schön krass und so. Und dann sagte ich ja damals, als sie ein Handwerk vernichtet haben, dass der ein übelstes Monster gewesen sei und ich mir nicht erklären, also sie haben ja ganz viel Edge verwendet damals, um den richtig schnell kaputt zu machen und er hat trotzdem noch relativ lange ausgehalten und sie haben ihn deswegen schnell kaputt gemacht, weil Jojo halt direkt neben Kabans Kopf einfach abgedrückt hat und ihn hätte genauso damit abknallen können. Ne? So, also sie haben ihn halt platt gemacht, aber es war halt schon eigentlich echt ein krasser Dude. Naja, und dann fuhr mich halt, die so, boah, ganz schön krass, Alter, das geht doch nicht, die macht mich doch einfach kaputt. Na klar, macht sie dich einfach kaputt. Das war die Elite. Das ist das Stärkste, was sie auf lange, lange Zeit gesehen bei mir erstmal abkriegen werden. Also dafür, dass es halt eine Hackerin war und der Typ mit dem Kaban-Fächerchen hatte, der war theoretisch auch krasser als Kaban. Aber Kaban hat ja einfach immer mindestens so viele Erfolge wie ich. Deswegen, Aber ja, also ich dachte echt, das wäre eindeutig gewesen, dass sie sich mit der Elite prügeln. So war es offenbar nicht. Und dann später habe ich halt nochmal den Loot ins Forum geschrieben, der ist echt massiv. Und dann halt auch so, boah, Alter, das ist ja voll das krasse Zeug, was die dabei hatten. Na, ich dachte, es war klar, dass es die Elite ist, mit der euch prügelt, aber offenbar nicht. Also sie haben da richtig viel bekommen, sie haben irgendwie so Waffen, die sie halt nie verkaufen können, weil ich direkt dazu geschrieben habe, wenn ihr das versucht zu verkaufen, dann habt ihr halt direkt Gefängnisaufhalt, weil das Aufenthalt, weil das halt ziemlich selten und ziemlich verboten ist, aber es sind halt Waffen, die man ab und zu mal gut benutzen kann, weil das ziemlich gute Waffen sind. Weil das ziemlich gute Waffen sind. Nicht zu sehr nudeln. Und ja. Und halt noch so ein bisschen anderer Kram und das Deck und sowas, die alles dabei hatten, die kamen halt dann auch nochmal auf 15k pro Nase raus, ohne die Ausrüstung, die sie halt nicht verkaufen können. Also da haben sie schon gut was abbekommen. Dafür hat natürlich auch Jojo gut was abbekommen. Keine Milz. Ich habe mit der Milz angefangen, weil es ist halt ein Klassiker. Weißt du, die Milz, die muss als erstes raus. Das nächste Mal ist auch vielleicht ein wichtigeres Organ, aber ne? So. Und natürlich musste sie Edge verbrennen. Ich habe damals die Regel gemacht hier für Hand Gottes, dass man nicht das Edge zurückkaufen muss, wie zurückkaufen, weil ansonsten muss jemand mit 5 Edge halt irgendwie 25k ausgeben und jemand mit 2 Edge irgendwie 10. Das ist ein bisschen dumm. Also habe ich irgendwie einen festen Wert gemacht, den ich jetzt selbstverständlich vergessen habe und sie hat für 3 Ingame-Monate oder 4, ich glaube 4 Ingame-Monate, ohne die Zeit, die wir jetzt nach dem Ding hier überspringen, einen Magiepunkt weniger auf jeden Fall, weil sie halt zu hart zerstört wurde. Genau, hat sich also auf jeden Fall gelohnt. Kann man ja auch mal machen. Kaban muss ab jetzt offenbar die Kämpfe ausfechten und ich brauche mehr Edge, wenn ich gegen Kaban irgendwas machen will. Das ist einfach so. Ist halt ein Glückspilz, da kann man ja auch nichts sagen. So, was war noch? Ah ja. Ich habe ausgewürfelt, ob bei den Ghoulen unten ein Magier dabei ist, weil ab und zu, ganz selten, ist es ja mal der Fall, dass da einer noch gut genug zurechtkommt und dann irgendwie rummaged. Wäre halt ziemlich witzig gewesen, wenn sie sich einfach levitieren und dann aus 10 Metern Höhe runterklatschen, weil der Google-Magier sagt, ihr bleibt hier, ich hab Hunger. Aber na gut, war halt nicht so. Kann man ja auch nichts machen. So, ich denke, das ja, das beschreibt das ganz gut, was ich noch sagen wollte. Die Musik ist von German Shepherd mit dem Lied Russian Style auf dem Album Great Style. Via Mendo, Link ist in der Beschreibung, für alle rechtlichen Fragen auch Beschreibung. Und ja, nächste Folge
Lass mal Jojo irgendwie die Gedärme zusammenhalten. Klingt auch vernünftig. So. Gut, dass er sich diese riesige Schrotkanone gebaut hat. Hat er richtig viel gebracht? Bis zum nächsten Mal.